willkommen. Mit Micky Beisenherz und Susan Link. Wir freuen uns, dass Sie dabei sind. Dankeschön. Ja, bitte nicht erschrecken, wir sind tatsächlich, aber machen Sie sich keine Sorgen, wir bleiben nicht lange so. 80, 90 Minuten, dann sind wir auch wieder weg. Es hat auch alles seine Richtigkeit. Bettina Böttinger hat in dieser Woche sehr viel zu tun. Hat gesagt, macht ihr zwei das nochmal für mich, springt ihr ein. Haben wir gesagt, das machen wir sehr gerne und freuen uns, dass wir hier sein dürfen. Ja. Und zwar freuen wir uns sehr und wir haben uns natürlich trotzdem sehr gewissenhaft vorbereitet, denn wir haben fantastische Gäste heute Abend hier. Sie trat das große Erbe an von Maja Maranoff in der Reihe Ein starkes Team und füllt die Reihe mittlerweile mit ihrem quirligen Charme. Zwischen Soko, Kita und MeToo, Stefanie Stappenbeck ist da. Die Bühne, auf der er später stand, quasi mitgebaut. Und seitdem ist er Wanderer zwischen Komik und Tragik. Und jede Rolle glaubt man ihm zu 100%. Zum ersten Mal im Kölner Treff. Herzlich willkommen, Milan Peschel. Über das Lachen, die Bühne und wie Angstattacken ihre Karriere beendeten und eine falsche Freundin namens Eleonore. Käthe Lachmann ist bei uns. Anders sein ist völlig in Ordnung. Das gilt für sie selbst und das gibt sie auch gerne an ihre Kinder weiter. Sie ist heute nicht nur als Modedesignerin, Reality-Star, sondern eben auch vor allem als Mutmacherin bei uns. Wir freuen uns sehr über den Besuch von Natascha Ochsenknecht. Herzlich willkommen. Ja, in Zeiten des Gebrülls und der Rücksichtslosigkeit wird er zum Leuchtturm des Anstandes. Zumindest wenn man sich die Verkaufszahlen seines aktuellen Buches ansieht. Wir freuen uns sehr über Axel Hacke. Und er hat die große Gabe, sein Publikum gleichzeitig zum Lachen und zum Nachdenken zu bringen. Und das ist in diesen Zeiten auch bitter nötig, sagt Dieter Nuhr. Herzlich willkommen. Man kann ihre Karriere ja jetzt, also klingt so doof, das in so einer Zahl zusammenzufassen, aber es sind schon tatsächlich über 30 Jahre auf der Bühne. Ja, ich bin schon über 30. Sie ja. sind auch über 30 außerdem dazu. Ich glaube, erste Auftritte, das haben Sie auch mal hier im Kölner Treff erzählt, als Messdiener erfolgreich gemeistert. Ja, ja, ja. Und auch weitergemacht danach, ne? Ja, ja, damals war die Rolle noch ohne Text, muss ich dazu sagen. War auch sehr langweilig. Publikum war schwach, auch oft schlecht besucht als Messdiener und auch viele sind eingeschlafen. Und da habe ich gelernt, dass es von Nachteil ist. Wenn das Publikum einschläft, ist nicht gut. Ja. Und dann habe ich gedacht, ich versuche die Menschen ein bisschen zu unterhalten und bei der Stange zu halten. Ja. Wenn wir über Ihre Anfänge reden, Sie sind natürlich nicht auf den Bühnen, sondern auch im Fernsehen zu sehen, im ersten in der ARD, nur ab 18, da helfen Sie ja jungen Comedians, Kabarettisten auf die Bühne. Steht man da als Dieter Nuhr manchmal so ein bisschen an der Seite und denkt, Mensch, wie war das bei mir damals? Hat man das so mal, die Anfänge noch mal vor Augen? Die habe ich eigentlich immer vor Augen, weil ich erinnere mich noch so an Auftritte vor 4 oder 8 Leuten. Ich habe mich eben schon mit Axel Hacke darüber unterhalten. Wir teilen ja dieses Schicksal, dass wir auch schon vor wenigen Leuten aufgetreten sind. Und das sind eigentlich die Abende, an denen man, glaube ich, ziemlich gut lernt, wenn man so die Fressen alle gesehen hat nach 2 aber und so diese Mischung aus Verzweiflung und Komik. Sich ich glaube, den schlimmsten oder einer ihrer schlimmsten Abende war, glaube ich, hat mal in Dresden stattgefunden, oder? Zumindest hat es sie etwas verunsichert, wie es da abgelaufen ist. Ne? Das war kurz nach der Wende und ich hatte ein Programm, das sich mit meiner grünen alternativen Jugendzeit beschäftigte. Und das war für gerade Dresden, ich meine, da gab es nicht mal Westfernsehen dann, das war für die wirklich Riten fremder Völker damals. Und ich trat in Dresden auf, kleines Theater, 40 Leute und habe die komplette Veranstaltung ohne Lacher gespielt. Ich kam auf die Bühne, keiner klatschte, komplette Veranstaltung, kein Lacher und am Ende Abgang. Und wieder niemand, der lacht oder klatscht. Und da bin ich rausgegangen und war ein bisschen verzweifelt. Und bin hinten, die Geschichte ist wirklich hundertprozentig so passiert, bin hinten aus dem Theater raus. Und da stand
ein Typ an eine Laterne gelehnt. Und ich dachte sofort, der haut dir auf die Fresse. Weil der hat wahrscheinlich 10 Mark für die Eintrittskarte ausgegeben. Der war total sauer. Und wirklich, der bewegte sich sofort auf mich zu. Und ich war schon ruhig. Also ich hatte einen Plan. Ich dachte, zuerst gehst du zum Zahnarzt. Und dann stellte er sich vor mich hin, baute sich so auf und sagte zu mir wirklich wörtlich in Sächsisch, was ich leider nicht kann. Man muss jetzt so tun, als wäre das Sächsisch. Sagte er zu mir so: Ich hab noch nie so gelacht. Es war hundertprozentig so. Und man kann sich einfach nie sicher sein. Man guckt in die Gesichter und weiß nicht, wie es ausgeht. Das ist auf jeden Fall eine Lehre. Seitdem weiß ich auch, dass man an der Reaktion des Publikums nicht unbedingt ablesen kann, wie es ihnen gefallen hat. Wenn man so lange auf der Bühne wirklich unterwegs ist, wie sie ist, es begegnet einem ja einiges. Aber ich glaube, es hat sich ja auch viel verändert in den Jahren, auch über die große Frage, die Sie ja auch in Ihrem aktuellen Programm so stellen. Über was kann man eigentlich noch lachen, ohne dass nicht irgendjemand beleidigt ist? Das geht gar nicht. Eben. Und wie geht man damit um? Muss man sich entscheiden dann irgendwie? Oder? Ja, man muss das in Kauf nehmen. Also ich glaube, wir haben heute so eine Empörungsroutine. Die Leute sind ja rituell empört quasi. Also egal, worüber man Witze macht. Ich glaube, man könnte heute Witze machen über Steine. Dann gibt es wahrscheinlich irgendwo noch einen Verband der Steinfreunde oder so. Die schicken dann... Und dann immer mit der Reaktion, aber du bist nicht witzig, sagen die dann immer, du bist nicht witzig. Und muss man sich damit auseinandersetzen. Und ich hatte mal einen Witz über Radfahrer gemacht und der war zugegebenermaßen etwas schroff. Mich hatte ein Radfahrer geärgert. Ich fahre selber sehr viel Rad einfach. Und der hatte mich aber geärgert, der fuhr so wirklich nur um zu provozieren, einfach auf der Landstraße, wirklich genau in der Mitte, damit man ihn nicht überholen konnte. Und dann habe ich gesagt, wo sind die guten alten Zeiten geblieben, als es noch den Ford Escort mit Doppelauspuff gab, wo solche Leute von der Straße getrieben wurden. Und dann hat mir der Verband, ja, irgendwie ging es noch, ich weiß nicht mehr genau, wie ich es formuliert hatte. Ich glaube irgendwie, das ist wie in der Natur, wo die Jäger aussterben, also es kam die Parasiten überhand oder ähnlich. War ein schroffer Scherz, war nicht schön, war wirklich nicht schön. Ja. Aber wie gesagt, ich bin selber Radfahrer. Das stand an dem Witz halt nicht mit dran. Das ist dann immer so das Problem. Dann hat mir der Verband der Radfahrer vorgeworfen, ich würde zur Tötung von Radfahrern auf. Na klar. Ja. aber lieber Dieter, nur wir lachen jetzt darüber. Es gibt natürlich da auch diesen ernsthaften Aspekt, dass es wirklich schwierig ist, gerade wenn Sie sich politisch äußern oder wenn es um Religionen geht, das haben wir in den letzten Jahren auch an Ihrem Namen angeheftet, auch miterleben müssen, leider, muss ich sagen. Weil das muss ja irgendwie auch erlaubt sein, meine ich zumindest. Aber ja, das ist ein bisschen schwierig, da pauschale Urteile zu fällen. Also natürlich fühle ich mich oft schlecht behandelt, weil in Deutschland gibt es so ein Phänomen, ich glaube, das ist woanders. Das ist wirklich spezifisch deutsch. Man wird oft etikettiert und es wird nicht argumentiert, was ist falsch, was ist richtig an dem, was du gesagt hast, sondern es wird etikettiert. Und ich habe schon Nummern gespielt, wo dann bei YouTube drunter stand rechter Hetzer und direkt drunter stand linker Hetzer. Und da macht man nichts mehr dran. Also es wird dann einfach, für viele Leute ist es sehr beruhigend, wenn sie einem ein Etikett ankleben können und dann muss man nicht mehr argumentieren. Aber hat es Ihre Arbeitsweise verändert? Ja. Also ich habe zum Beispiel sowas gehört, Sie machen sich Notizen in Ihrem Programm, damit Sie darauf zugreifen können, bei Bedarf. Meine grundsätzliche Arbeitsweise hat sich geändert. Ich schreibe keine Texte mehr, sondern wissenschaftliche Arbeiten. Das heißt, ich belege alles. Das heißt, bei mir gibt es in den Texten Fußnoten und dann habe ich eine Online-Datenbank, über die ich zugreifen kann auf Textquellen und so weiter, wo ich also sagen kann, wo ich es her habe, wenn mich die Leute fragen, wo hast du es her? Was ist das für ein rechtes Blatt? Aus welchem Nazi-Blatt hast du das denn? Oder aus welchem Kommunistenblatt hast du das denn? Dann war es meistens die Zeit. Und so ist es halt. So muss man jetzt arbeiten, weil wenn man was nicht belegen kann. Es gab zum Beispiel eine schöne Sache, ich habe eine Programmbeschwerde bekommen, weil ich behauptet habe, dass Leute von der Linkspartei auf einer Demo Juden ins Gras gerufen hätten. Und das war während meines Jahresrückblicks. Und ich habe gesagt, das wäre im Januar gewesen. Und habe eine Programmbeschwerde bekommen. Und der Witz war der, dass es wirklich ein Fehler war. Es war nämlich im Dezember des Vorjahres. Und die Meldung stand erst im Januar in der Zeitung. Und daraufhin hat man mir vorgeworfen, ich würde Hetze gegen Linke betreiben.
Und dann habe ich denen, die die Programmgesperre gemacht haben, angeboten, ich würde in jeder Sendung darauf hinweisen, wie leid es mir tut, dass linke Juden ins Gas gerufen hätten. Dass ich behauptet hätte, es wäre im Januar passiert und nicht im Dezember. Und dann haben sie darauf verzichtet. Also, aber es ist schon, sagen wir mal, bitter, mit was man sich dann auseinandersetzen muss. Das kostet wahnsinnig viel Zeit auch und wahnsinnig viel Energie, schlechte Energie. Und das ist auch etwas, was Sie sowieso, glaube ich, in unserem Land feststellen, nur hier, nur heute, sehr aktuelles Programm. Da geht es wirklich auch einmal so durch die Bank, durch die ganzen Themen. Aber ganz wichtig ist Ihnen zu sagen, hey, Leute, seid einfach mal ein bisschen glücklicher. Nehmt mal wahr, wie gut es uns hier im Grunde auch geht. Nicht immer diese ganzen schlechten Meldungen und vor allem, was so typisch deutsch ist. Wenn man sich das anhört, mir geht es dann immer so, dass ich denke, Mensch, der Dieter Nuhr, der versteht das alles so toll, der blickt das so. Gelingt ihm das im echten Leben auch so? Ist er dann auch nicht so deutsch oder ist... Also gelingt Ihnen das, das quasi selber auch so zu leben, wo Sie uns manchmal so den Spiegel vorhalten? Ich sehe mal aus, als hätte ich was verstanden. Verstehe. Aber was Ihnen aber wirklich hilft. Sie gehen ja nicht einfach da raus und erzählen irgendwas, sondern es ist tatsächlich so, dass Sie sich eben nicht nur eine Online-Datenbank inzwischen anlegen, sondern Sie gehen ja auch mal raus in die Welt. Sie reisen unheimlich gerne. Das hilft Ihnen, glaube ich, auch, diesen Blick einfach noch mal zu ändern, ne? Ja, ich gehe 3 bis 4, manchmal 5 Mal im Jahr, verlasse ich Europa oder verlasse ich zumindest Mitteleuropa. Und ich glaube, dass das wirklich den Blick schärft für das, was auch Heimat ist und für das, was im eigenen Land vor sich geht. Und ich glaube, dass man überall auf der Welt eigentlich mehr Heiterkeit erleben kann als in den Ecken, wo es den Leuten materiell am besten geht. Wenn man nach Asien reist oder wirklich in Länder, wo Elend an jeder Straßenecke ist, wie Indien oder so. Man blickt oft auf eine seltsame Gelassenheit, auf eine Heiterkeit, die einem von zu Hause fremd ist. Und ich glaube, mir ist irgendwann auf diesen ganzen Reisen aufgefallen, dass wir, es ist ja nicht so, als wenn es in Deutschland nichts zu kritisieren gäbe. Und ich kann gar nicht oft genug darauf hinweisen, dass ich selber genug zu kritisieren habe. Aber wir haben ein Empörungsritual entwickelt, was uns die Welt gar nicht mehr anders als kritisch negativ wahrnehmen lässt. Ja. Und das liegt natürlich auch daran, dass in der Meldung steht, wenn in den Medien kommt, im Internet steht, in der Zeitung steht, wenn jemand erschossen wurde. Aber die vielen Menschen, die über die Straße gegangen sind und nicht erschossen wurden, kommen in der Meldung eben nicht vor. Und das lässt uns einen gefilterten Blick auf die Realität entwickeln, der von negativen Meldungen dominiert wird. Wir haben einfach eine mediale Wahrnehmung der Welt entwickelt. Also Millionen Jahre Evolution sind, ich glaube, das, was ich sehe, ich nehme die Welt wahr durch direkten Kontakt mit meinen Mitmenschen oder direkt. Und seit 150 Jahren vielleicht, seit Erfindung der Fotografie, der illustrierten Zeitung in 20er Jahren, der Wochenschau, des Internets, nehmen wir die Welt, ist der Anteil dessen, was wir von der Welt wahrnehmen, der medial gefiltert ist, so viel höher geworden. Es gibt Forscher, die sagen, 80-90% unsere Weltwahrnehmung ist medial gefiltert. Und dadurch haben wir diesen Blick auf die Welt, der uns die Welt als einen einzigen Moloch aus Verbrechen und Krankheit und Katastrophe wahrnehmen lässt. In Ihrem Programm sagen Sie so schön an der Stelle, meistens geht man bei uns aus dem Haus vor die Tür, geht wieder rein und nichts ist passiert. Ja, das ist eigentlich der Alltag, den wir uns immer mal wieder vor Augen halten sollten. Wenn Sie auf Ihren Reisen unterwegs sind, sammeln Sie nicht nur diese Eindrücke, die sich dann irgendwo widerspiegeln, sondern Sie sammeln auch Bilder. Sie fotografieren mit Ausstellungen, zum Beispiel auch in Beijing schon gewesen. Ich glaube, gerade in Berlin sind Ihre Bilder auch zu sehen. Was darf Ihnen, wir sehen hier mal so ein paar von Ihnen, was darf Ihnen vor die Flinte, wollte ich gerade schon sagen, aber vor die Linse kommen? Vor die Flinte überhöre ich jetzt einfach, weil ich nicht genau weiß, was damit gemeint ist. Aber egal. Ich sag nur Ford Escort. Ne? Also, ja, ich muss sehr vorsichtig sein. Ja. Bilder, ich mache Bilder. Ich habe eigentlich mein Leben lang Bilder gemacht. Das ist eigentlich das, was ich gelernt habe. Ich habe Kunst studiert. Ich habe immer Bilder gemacht. Habe auch immer zwischendurch mal Ausstellungen gemacht. Und in der letzten Zeit forciere ich das so ein bisschen mehr, weil Bilder machen so was Stilles hat und so was angenehm Eigenbrötlerisches. Und ja, in der Tat, ich habe im letzten Jahr in Beijing meine Arbeiten ausgestellt, in einer sehr schönen Galerie und stelle ab und zu in Museen aus. Und im Moment in Berlin in einer Galerie bei Michael Schulz Contemporary.
Und ich freue mich darüber sehr, dass das jetzt so eine, dass ich habe unheimlich viel Aufmerksamkeit auf diese Bilder gelenkt und jetzt ernte ich so ein bisschen was davon wieder. Ich freue mich darüber sehr, weil mir die Bilder sehr wertvoll sind und weil ich glaube, dass Fotografie, also stehende Bilder, etwas sehr Wertvolles sind. Also ich habe immer das Gefühl, die Zeit fliegt so an einem vorbei und man kriegt immer mit dem Holzhammer neue Bilder eingetrichtert. Und ein stehendes Bild in einer Galerie oder einem Museum hat etwas unglaublich Meditatives. Und Ihre Frau darf Sie da auch gerne begleiten auf Ihren Reisen. Das würde man sagen, ist ja in Ordnung, ist normal, dass man seinen Partner mitnimmt, aber die hat besondere Qualitäten für Sie, Ihre Frau, ne? Ja, jetzt nicht als Motivklingel, aber auch selbst das muss man. Ja, sie hat viele Qualitäten. Aber auf Reisen ist sie besonders verträglich, möchte man fast sagen, da wo sie es ja, man kann mit ihr halt überall hinreisen. Also es gibt ja Leute, die sind empfindlich, aber wir hatten auch schon Schlangen im Hotelzimmer und größere Spinnen. Okay, bei Spinnen dreht sie auch ein bisschen am Rad, da muss ich dann ran. Aber ich wusste gar nicht, dass Spinnen sind übrigens wahnsinnig schnelle Tiere. Doch, sind sie. Also je nach Art muss man sich beeilen. Ich so eine schwarze, so diese Viecher, man versucht mit aber Schuhe aber sie hätten sie ja auch reinlassen können. Nicht. Weil wenn sie raus sind, ist ja auch ganz schön. Und bei Spinnen ist es ähnlich wie bei anderen Sachen, die Größe ist nicht entscheidend. Oh, und da, so. Und jetzt, wo wir diesen schlechten Mickey Beisenherz-Witz jetzt hier auch wieder haben. Ich habe ihn gar nicht gehört, vieles, was hat er gesagt? Vieles hat sich geändert auf den Bühnen. Aber was sich nicht geändert hat, und das stellt auch ein Dieter Nuhr fest. Witze, die weiter unten stattfinden, warten Sie, ich muss kurz zitieren, funktionieren deshalb so gut, weil wir keine witzigere Zone haben, ist es richtig, als sozusagen da. Also Urologenwitze funktionieren immer noch. Ich bin nicht darüber informiert, was ich alles schon gesagt habe. Aber Sie haben einen Urologenwitz natürlich grundsätzlich. Ja, sagen wir mal so, es gibt auch, ich schreibe meine Witze selber und habe einen Urologenwitz im Programm, den ich definitiv vortrage, als aus dem Internet gesaugt. Und leider ist er sehr lustig, ja. Aber den kann man im Fernsehen nicht. Doch, den nehmen wir mit. Los, raus damit. Ach Gott, ist aber wirklich ein schlechter Witz. Aber gut, unser Publikum ist offen für alles. Anwesend ist, aber, ja. Freue ich mich jetzt, dass ich einen Teil meines Övers vortragen kann. Ja. Also ist einfach ein blöder Witz. Mann kommt zum Urologen. Der Urologe sagt, wenn ich Sie gleich rektal untersuche, würde es möglicherweise zu ungeplanten Erektionen kommen. Der Patient sagt, das ist gut, dass Sie mich darauf hinweisen. Da ist es nicht so peinlich. Der Arzt beginnt mit der Rektaluntersuchung. Der Patient sagt, ich merke gar nichts. Sagt der Arzt, wer redet denn von Ihnen? Es ist ein schlechter Witz. Und so liebevoll vorgetragen. Ja. Dieter Nuhr. So, und, wir mussten den mitnehmen. Ja, es ist auch das, worüber ich dann im Programm rede, wie erschüttert mich das macht, dass es eigentlich der Witz ist, der am besten ankommt. Und deswegen mussten wir den auf jeden Fall hier... Und nachher kommen dann die Leute und sagen, bei Ihnen geht es nicht unter die Gürtellinie, das ist so schön. Nein, ich glaube schon, dass grundsätzlich unter der Gürtellinie schon eine sehr lustige Körpererektion ist. Auch auf das können wir uns einigen. Weil da viel schief gehen kann. Ja, in der Tat. Und bevor er noch mehr schief geht, sagen wir schon mal danke, dass Dieter Nuhr heute bei uns ist. Bevor wir in die falschen Zonen wandern. Ja. Es ist einfach ein hervorragender Witz. Fantastisch. Ich habe auch noch einen, aber den erzähle ich später backstage. Ist recht, baust ein, wo es passt. Hören. Bitte? Jetzt will ich ihn auch hören. Ja. Ja, wie war das? Herr Posletnik ist beim Urologen und dann sagt der Urologe ganz besorgt, Herr Posletnik, also Sie müssen unbedingt mit dem Masturbieren aufhören. Und dann sagt er, um Gottes Willen, warum denn? Ja, ich kann Sie sonst unmöglich untersuchen. Ne? Das ist ja das Schöne, Sie sind zumindest sehr kurz. Das war's schon, okay. Vielen Dank. Ja. So, ich finde schön, dass wir schon wieder allem entsprochen haben, was von uns erwartet wird. Und ich hoffe, also ich bin froh, unser Gast sitzt noch. Ich habe niemanden verprellt. Ja, Krimi-Fans muss ich diese Frau überhaupt nicht mehr vorstellen. Mit der Reihe Ein starkes Team holt sie regelmäßig Traumquoten. Heute ist sie hier, um über den etwas außergewöhnlichen Start in die Dreharbeiten zu sprechen und über ihre Rolle als Schauspielerin, Mutter und als Schauspielerin in Zeiten von MeToo. Stefanie Stappenbeck ist bei uns. Herzlich willkommen.
2012 hast du gesagt, bis 40 will ich 2 Kinder und mindestens 2 Millionen auf dem Konto haben. Okay. Bist du gescheitert? Leider ja. Oder auch glücklicherweise ja. Ich bin total happy mit einem Kind und was hängt auf dem Konto? 10.000 Euro oder so gerade. Muss reichen. Kommt ja wieder was rein. Seit 2 Jahren drehst du mit Florian Martens die Reihe Ein starkes Team. Bist du immer noch die Neue? Nach 2 Jahren ist es so eine Übergangsphase, ne? Von der Novizin hin zur leicht Fortgeschrittenen. Ich fühle mich immer noch neu, aber mittlerweile doch auch schon so zu Hause da. Die sind alle wirklich, von Anfang an waren die unfassbar freundlich und liebevoll zu mir. Und ich bin echt happy, dass ich da dabei sein kann. Weil der Start war ja doch sehr ungewöhnlich. Also du wurdest gecastet für die Reihe. Ja. Und zwar, weil deine Vorgängerin Maja Maranoff ausgestiegen ist. Genau. Es hieß, Maja Maranoff hat nach 20 Jahren einfach so viele andere Sachen und Angebote, die sie jetzt mal wahrnehmen will, die sie immer nicht wahrnehmen konnte, weil sie so viele starke Teams gedreht hat. Und sie steigt darum aus, hat auch jeder verstanden. Und dann wurde frisch gecastet und ich wurde auch eingeladen und dann bekam ich diese Rolle. Du hast dich ja gegen sehr namhafte Konkurrentinnen auch durchgesetzt. Ich glaube, es waren ganz tolle Kolleginnen eingeladen. Spricht Veronika Ferres noch mit dir? Ich habe sie ganz lange nicht gesehen. Ich will mal gucken, wieder mal sehe. Und dann hast du dich durchgesetzt und dann warst du dabei. Mhm. Und zu dem Zeitpunkt hieß es ja noch, Maja Maranoff dreht dann einfach nicht mehr, weil sie sich auf was anderes konzentriert. Genau, und dann habe ich 2 Folgen gedreht und dann kam die schreckliche Nachricht, überraschend für alle, auch fürs Team. Das wusste keiner, dass sie ganz schwer krank sei. Und dann eben noch schockierender ist sie wirklich einige Wochen drauf gestorben. Ja, und das war ein großer Schreck für alle, für mich auch. Dann plötzlich so ein Erbe angetreten zu haben von jemandem, der so krank war. Ich kannte sie leider persönlich nicht und fand sie als Schauspielerin aber immer eine wirklich unfassbar schöne, sinnliche und Granate. Und bin traurig, dass es sie nicht mehr gibt und dass ich sie nie kennenlernen konnte. Und im Team wird immer noch sehr liebevoll von ihr gesprochen. Ja, so ein Set ist ja, gerade wenn man so eine Reihe dreht im Laufe eines Jahres, sind es ja 4 Folgen. Ja, 4 Folgen. Das hat ja doch auch eine gewisse familiäre Atmosphäre. Absolut. Wenn dann so jemand rausgerissen wird nach 20 Jahren, das macht sich am Set ja mit Sicherheit auch bemerkbar. Auf jeden Fall. Oder gibt es ja teilweise sehr schöne Rituale, wie ich gehört habe. Da gibt es irgendwas mit einer Schnapszahl? So eine Schnapsklappe, da wird so, wenn man eine Filmklappe schlägt. Schnapsklappe. Ne? Schnapsklappe heißt das. Wie eine Kneipe, ne? Genau, und wenn sich da dann Zahlen wiederholen, also wenn man sagt eins, also das erste Bild, erste Einstellung, erster Take, dann heißt es, wir machen 1-1 die erste Klapp und bei sowas gibt es dann eine Schnapsklappe und dann sagt man auf die Hauptdarsteller oder auf die Regie und die müssen dann eine Runde ausgeben. Auch bei 2-2 die zweite und so. Sowas gibt es und du sprichst gerade an, dass uns Maja, als sie gar nicht mehr dabei war, noch so eine Klappe, einen kleinen Gruß aus Hamburg geschickt hat. Wie man dann natürlich im Nachhinein erfahren musste, dann vom Krankenbett aus tatsächlich. Wahrscheinlich ja, das weiß ich gar nicht, aber das war auch verrückt, dann vor allem im Nachhinein, weil wir dachten, ja, sie ist ausgestiegen und schickt uns noch einfach einen lieben Gruß, einfach so. Und im Nachhinein zu wissen, dass das dann doch sowas wie ein Abschiedsgruß war, ist schon krass. Ja. So, und dann ist es so, dass dann öffentlich dann halt auch, im Grunde genommen hat es ja die Öffentlichkeit zum selben Zeitpunkt erfahren, wie das Team, das lange Zeit mit ihr gedreht hat. Ja. Das heißt, traf ja alle sehr unvorbereitet. Wenn man dann du übernimmst ja nicht die Rolle, die Maja Maranoff vorher gespielt hat, das ist ja eine andere Rolle, aber nichtsdestotrotz, wenn man diesen Platz dann irgendwie füllen muss, wie war die Reaktion des Publikums? Weil man weiß ja, also es gibt ja beispielsweise Anke Engelke, hat ja Elisabeth Volkmann bei den Simpsons als Grundsprecherin ersetzt. Da gab's echt Ärger, ne? Und das gab unglaublichen Ärger. Also es ist, um es mal hart zu formulieren, die haben ja teilweise reagiert, als hätte sie sie persönlich umgebracht. Und sie hat ja im Grunde genommen sie nur ersetzt und hat gesagt, ich kann ja auch nichts dafür. Hast du in irgendeiner Form vom Publikum etwas erfahren, dass die... Also zum Glück gar nicht. Ich bin auch nicht jemand, der jetzt im Internet immer tief nach Kommentaren gräbt. Also mir wurde nichts weitergetragen. Ich wurde auf der Straße auch nicht blöd angesprochen, sondern ich habe ehrlich gesagt nur freundliche Sachen gehört. So, zum Glück. Vielleicht hat ja auch Maja von oben ihren Segen geschickt und hat irgendwie für einen guten Übergang gesorgt. Also es hat irgendwie ganz gut geklappt. Und das Ganze funktioniert ja hervorragend. Die Quoten sind fantastisch. Und du hast ja den großen Vorteil, dass die ganzen Verbrechen da geschehen, wo du lebst. Ja, das ist echt wunderbar. Das kenne ich in meinem Job gar nicht. Eigentlich wie Reisende. Ja. Ja.
Da sagt hier Dieter Nohr, sagt dann noch, es passiert nichts. Ne? Also alles bei ihr um die Ecke, dann wissen wir jetzt, wo das ist. Ja, ja, alles, ja gut. Fragen im Fernsehen, wo du wohnst. Aber das ist ja, ich war ja völlig überrascht, als ich hörte, dass in Berlin Verbrechen geschehen. Das hätte man ja erstaunlich, ne? Gar nicht vorstellen können. Und du bist ja eine Ostpflanze. Richtig. Wie man so schön sagt. Ja. Ja. Und lebst jetzt im Prenzlauer Berg? Auch, genau, weiterhin. Ich wohne immer in Mitte quasi aufgewachsen im Prenzlauer Berg und bin da irgendwie auch nicht wegzukriegen. Ich wohne schon 20 Jahre in derselben Wohnung, habe ich festgestellt. Aber dann müsstet ihr euch ja täglich im Grunde genommen fast da begegnen. Bei den Verbrechen begegnen. Ja, bei den Verbrechen. Nein, ich meine abends. Nicht tagsüber bei den Verbrechen, sondern auf abends manchmal auch der Verbrecher. Im Biomarkt. Ja, ja. Nee, wirklich. Ja. Also deine Frau hat ja ihr Atelier in meiner Wohnungsstraße. Da haben wir uns ja, schon, sind wir uns schon, laufen uns öfter in die Arme. Wobei ich das ja erstaunlich finde, weil du bist ja tatsächlich Berlinerin. Was machst du denn da? Du bist ja keine Schwäbin und auch ansonsten machst du auch einen vernünftigen Eindruck. Das ist doch nichts, was man mit dem Prenzlauer Berg verbunden hätte. Ja, halt so eine Ur-Prenzlauer Berg-Pflanze, eine von denen, die dann noch so übrig geblieben sind. Aber keine Impfgegnerin, oder? Also nö, ich bin auch so gemäßigt. Ich finde so ein bisschen ist okay, man muss auch nicht übertreiben. So eine gute Mischung ist so meine Devise. Einfach viel Hände waschen ist auch gut. Viel Hände waschen, aber auch im Dreck spielen. Viel Hände waschen und viel im Dreck spielen. Genau. Ja. Sehr schön. Ne? Was ich sehr spannend fand, war, dass du gesagt hast, dass die Schauspielerei, der Beruf, den du ergriffen hast, möglicherweise auch daran liegt, dass du in deiner Kindheit mit deiner 3 Jahre jüngeren Schwester ja dann doch immer, kann man sagen, die zweite Geige gespielt hast? Naja, das kann schon sein, ne? Also du sprichst jetzt an, dass meine liebe Schwester Anni ja Down-Syndrom hat, ne? Ja. Und dann gibt es ja immer so das, ich habe noch eine Schwester, die auch ganz toll ist. Aber die ist halt eben 14 oder 11 Jahre jünger als du? 13 Jahre jünger als du. Aber wir sind 3 Schwestern, genau. Ja. Und ich war immer die Älteste und dann kam nach 3 Jahren Anni mit Down-Syndrom. Und es war natürlich für die Familie ein unfassbarer Aufruhr, ne? In den 70er Jahren, Down-Syndrom-Kind. Meine Eltern waren ganz jung, das war wirklich so eine, einfach Pech gehabt oder auch Glück gehabt oder beides zugleich. Aber sehr, sehr anstrengend. Und da musste sich natürlich enorm viel gekümmert werden. Und irgendwann habe ich auch mal gedacht, naja, wer weiß, vielleicht, ich bin eigentlich nicht so ein, von Natur aus gar nicht so ein Mittelpunktsmensch, aber dass ich mir dann so einen Beruf gesucht habe, in dem ich zwanghaft angeguckt werden muss, habe ich gedacht, liegt vielleicht zum Teil daran, dass eben in der Kümmerung um Anni ich vielleicht manchmal so ein bisschen da so hinten runtergefallen bin, so aus Versehen. Ja. So. Das hast du ja jetzt ganz gut ausgeglichen im Laufe der Jahre. Sieht so aus, ne? Du machst das ja sehr erfolgreich. Gerade eben gibt es ja schon seit ein paar Monaten, jetzt gerade waren die Oscars und davor war die Berlinale. Und da merkte man schon, dass sich doch sehr, sehr viele Menschen sehr schwer getan haben, auf der Bühne und auch auf dem roten Teppich, sich zur MeToo-Debatte zu äußern. Weil es natürlich relativ selten auch mit einem kurzen, knappen Satz getan ist. Dann sagt man lieber, was für ein Kleid hast du an. Du bist ja nun schon seit ein paar Jahren Schauspielerin. Mhm. Und wir hatten schon gehört, dass du dich darauf gefreut hast, zu dem Thema etwas zu sagen. Hat es damit zu tun, dass du selber Erfahrungen damit gemacht hast? Na, ich glaube, wir alle. Also ich finde diese Debatte, die ist ja nicht nur MeToo, das heißt jetzt auch Time's Up und so weiter. Aber ich finde vor allem daran toll, dass wir ins Gespräch kommen und miteinander noch mal solche Dinge verhandeln, die gehen natürlich auch ins Extrem und Leute sind auch da wieder beleidigt und man macht alles Mögliche falsch und alles ist ganz schrecklich. Aber was ich merke und was mich so freut, dass Männer und Frauen noch mal neu ins Gespräch miteinander kommen. Für mich das wichtige Thema daran ist auch Machtmissbrauch, gar nicht jetzt nur so sexuelle Geschichten und so. Und natürlich bin ich auch in meiner Laufbahn davon nicht verschont geblieben. Aber wie äußert sich das dann konkret? Also das geht ja von bis. Es sind ja Anzüglichkeiten, es ist eine Machtdemonstration verbaler Natur. Es geht wirklich von blöden Sprüchen am Set, aber ich habe es auch in meinen jungen Jahren wirklich erlebt als Anfängerin. Ich mache mit 20 spiele einen meiner ersten Fernsehfilme Hauptrollen, gehe zum Regisseur nach Hause, weil er sagt, wir machen am Tag vor Drehbeginn nochmal Drehbesprechung. Der kocht mir irgendwie Pasta und macht einen Wein. Und plötzlich habe ich eine Zunge im Mund und die Finger überall. Ich denke, oh Gott, wie komme ich denn da raus? So, hab das geschafft. Und aber was ich so krass finde, ich habe das niemandem erzählt, weil sowas war damals, ich habe gedacht, das war meine Schuld, ich war wahrscheinlich irgendwie doch zu einladend oder zu niedlich oder was auch immer oder nicht stark genug oder also und dieses und für mich ist so toll an dieser MeToo-Debatte, wenn man das jetzt mal so verkürzt auf diesen kleinen Nenner, dass ich jetzt zum Beispiel weiß, ey, es war nicht mein Fehler, das ist einfach nicht okay und das erleichtert mich unglaublich. Und hast du mit Kolleginnen gesprochen, dass die diese Erleichterung ähnlich empfinden oder möglicherweise auch Kollegen,
Weil es geht ja dann teilweise auch gar nicht zwingend jetzt um das Sexuelle, was du sagst, sondern halt auch das Anbrüllen. Auch Frauen missbrauchen ihre Macht, wenn sie sie haben. Also ich empfinde das auch als ganz große Aufforderung wie alle. Ich gucke auch immer bei mir, wo habe ich Macht und wie benutze ich die, wie setze ich die ein, wie entgleitet, also ich muss mal, ich glaube, da muss man ganz wachsam sein, also jeder von uns, ob Mann oder Frau oder so, ja. So, ja, und ich finde, das ist so ein Aufruf dazu, dass wir alle irgendwie genauer hinschauen und auf das, wie wir miteinander umgehen, weil ich glaube, dass das ganz oft auch unbewusst passiert, dass man Macht unbewusst missbraucht. Und dass so ein Regisseur, der denkt dann vielleicht in dem Moment, wenn er so eine junge Schauspielerin begrabbelt, ach, die will das doch auch wirklich und ich finde die ja wirklich toll. Und der merkt gar nicht, was er da macht, dass vielleicht in so einer Position das ganz schwer ist, Nein zu sagen und überhaupt. Ja, so. Und am Set begegnet man dir jetzt tatsächlich auch anders? Stellst du das fest? Ja klar, ich bin natürlich, ich glaube, wenn man eben so jung ist und Anfänger, dann sowas wie schlagfertig sein oder einen guten Spruch haben, das kann man nicht vor lauter Schock. Und wenn man gar nicht weiß, wie läuft denn das hier und wo geht's lang und so. Und jetzt bin ich schon lange dabei und habe ja auch ein Standing und jetzt macht das keiner mehr. Oder wenn das einer macht, dann habe ich auch gleich einen Spruch auf Lager. Wenn man seit 30 Jahren aussieht wie 19, dann ist das möglicherweise für den einen oder anderen auch normal. Eine Einladung. Ja, aber ich empfinde jetzt zum Beispiel auch am Set merke ich eine andere Verantwortung, weil ich ja auch zum Beispiel auch in meiner Position jetzt da als Kommissarin, ich bin da ständig dabei, ne? Auch ich habe da eine andere Art von Macht oder auch Verantwortung. Macht heißt immer Verantwortung, die wir auch alle wahrnehmen müssen. Und da gibt es eben so Sprüche am Set, die lasse ich jetzt nicht mehr durchgehen, also wenn die auch andere betreffen. Und da war vorher eine Stimmung von, ach naja, der macht nur so einen Scherz, wenn er sagt, ach du, du hast aber einen geilen Arsch heute. So. Und heute, und dann war so eine Stimmung von, da sagt man da was, nee, ist ja vielleicht auch ein Kompliment oder nicht. Und heute gehe ich dahin und sage, du, das ist nicht in Ordnung. Du kannst die Kollegin nicht so stören, die gerade bei der Arbeit ist. Oder das ist irgendwie kein Kompliment. Das ist aber auch so eine Gratwanderung und irre schwierig. Aber ich bin sehr elektrisiert. Das wirkt sich womöglich dann sehr positiv auf das Ergebnis aus, von dem wir natürlich jetzt auch noch mal eben kurz etwas sehen wollen. Okay. Das ist ja auch sehr vorteilhaft in einer solchen Sendung, dass man vielleicht auch noch mal einen kleinen Appetizer bekommt auf das, was man dann sehen kann. Spannend, was ihr ausgesucht habt. Ein starkes Team. Katja Hellmann, 20 Jahre jung. Sie war nicht nur Studentin, sondern auch wissenschaftliche Hilfskraft. Für wen? Professor Dr. Prochaska. Der Hübsche da, im Anzug. Sie haben Ihren Namen in den Baum geritzt, Lars und Katja. Ist das weit von hier? Sie gehen! Mach den Motor los! Oha! Abgezahlt geschossen. Ich will natürlich nur noch wissen, wird der Fall aufgeklärt? Das verrate ich doch nicht. Okay, dann sehen Sie sich's einfach an. Ein starkes Team mit Stefanie Stappenbeck. Vielen Dank. Jetzt könnte man tatsächlich sagen, wir haben ja gerade mal Anfang März, aber bei Natascha Ochsenknecht könnte es eigentlich auch schon mindestens Mitte des Jahres sein, weil bei Ihnen ist schon einiges los, so auch am Anfang des Jahres. Ging ja gleich los, Sie gucken so irritiert, aber es ging ja gleich mal los mit dem Dschungelcamp. Ja, ich war ein bisschen irritiert, weil bei mir immer irgendwie was los ist. Naja, das ich stimmt, immer denke, aber das Jahr fängt an und ist eigentlich schon wieder zu Ende, ne? Weil schon wieder so viel los war. Ah, das heißt sowas, aber Dschungelcamp ist trotzdem immer noch so eine Ausnahme, wo das merkt man schon, dass da nochmal was anderes ist. Ja, ich vermisse es und würde auch sofort wieder zurückgehen. Ja, es war so schön, entspannend. Ach komm. Unter freiem Himmel schlafen, in der Natur. Aber das so tatsächlich darf man Ihnen glauben, weil das mögen Sie, das stimmt tatsächlich. Ja, ne? Das stimmt. Aber menschlich und körperlich gut überstanden, kann man dieses Fazit ziehen? Also mir ist keiner zu nahe gekommen. Und ja, ich habe mich schon verteidigt, wenn es brenzlig war. Und was ich ganz lustig finde, weil Sie gerade sagen, ich könnte sofort wieder hin, die WhatsApp-Gruppe, Rote die gibt es tatsächlich. Ja, die habe ich das heißt, und die gibt Sie es. Alle schreiben sich noch jetzt? Ja, wir schreiben jeden Tag, guten Morgen, wie geht's, was habt ihr gegessen? Ich habe wieder Bohnensuppe gegessen, ich wieder nicht. So. Nein. Ich esse immer noch Bohnensuppe. Gibt es da noch ich Fotos? Esse, guck ja, mal, wie gut es also, jetzt wer mir jetzt nicht glaubt, kann gerne auf Instagram gucken, ich esse tatsächlich noch Bohnen. Es hält mich so schlank. Umgestellt nach dieser Dschungelcamp-Geschichte? Ja. Gibt's ja nicht. Mhm. Und wenn man jetzt so einen Schritt macht und in das Dschungelcamp geht, ja. Ich glaube, dann bespricht man sich ja, glaube ich, erstmal mit den Nächsten so,
Was erwartet ihr? Was soll ich vielleicht besser nicht erzählen? Haben Sie sich zum Beispiel mit Ihren Kindern abgesprochen? Naja, ich habe natürlich mit meinen Kindern darüber gesprochen, weil ich immer gesagt habe, mache ich nicht. Und dann irgendwie, ja, es gab halt gutes Geld, ne? Bin ich ehrlich. Ja. Dann habe ich gedacht, kannst du machen. Haben die Kinder dann auch verstanden, dass ich es dann deshalb auch gerne mache. Und ich bin abenteuerlustig. Es gab natürlich die Geschichte, ich werde nicht alles essen. Ich habe es dann doch getan. Das hatten Sie Ihren Kindern versprochen? Ich habe meinen Kindern versprochen, nicht zu essen, was peinlich ist. Und das Erste, was ich gegessen habe, war peinlich. Ja. Naja, aber es war nicht am Stück. Ne? Also mir war es wichtig, dass es nicht am Stück ist, was ich esse, dass es halt nicht so blöde Fotos gibt. Wir sind jetzt wieder im Bereich Urologenwitze. Richtig. Okay, nur damit wir wissen, um welche Zone. Ja. Okay, alles klar. Es war auf jeden Fall, dachte ich mir, okay, das ist jetzt eine erste Prüfung. Du musst das jetzt einfach essen. Und ich war dankbar, dass es in Stücke geschnitten war. Die Männer würden das jetzt, glaube ich, nicht so toll finden. Ich dachte dann so an Sauerfleisch, Bratkartoffeln und Remouladensauce ist mein Lieblingsessen. Und dann habe ich rein damit. Und ich kann bis heute nicht sagen, wie es eigentlich geschmeckt hat, außer dass es knorpelig war. Mhm. Und da kann man sich ja wirklich ein bisschen was denken. Ja, man denkt sich einfach ein bisschen mehr Rettichsoße dazu. Ich habe so ein paar Gedanken habe ich mir schon gemacht. An wen würdest du dich jetzt so rächen wollen? Und dann hat es erst richtig geschmeckt. Ja. Und dann habe ich die Prüfung gewonnen. Was man Ihnen da ja auch im Umfeld gleich so, apropos Schubladen, wir haben heute schon mal darüber gesprochen. Sorry, ich habe immer noch nicht verstanden, was es genau war. Das klären wir nach der Sendung. Es war geschnitten. Kein Problem. Aber schon vor und in der Sendung und so weiter hieß es immer, Natascha Ochsenknecht ist eine Camp-Mutti. Und es ist ja auch so, ich meine, das hat Dieter nur auch gerade gesagt, man wird gerne auch so kategorisiert, dann ist es für die Leute leichter. Bei Ihnen ist es auch, mögen Sie dieser Mutti-Typ zu sein? Ich sehe zwar nicht so aus, aber ich bin einer. Ich bin ganz große Mutti mit ganz großem Herz. Ich liebe es, in der Küche zu stehen. Ich mache Pralinen selber, ich backe. Ich glaube, ich bin so eine richtige, echte Mutter, die aber nicht aussieht wie eine. Mit ihren drei Kindern, auch ganz eng verbandelt, ja, das muss man einfach mal sagen. Wilson Gonzalez, Jimmy Blue und Cheyenne Savannah. Ja, mein Außer hast du, also das war nicht leicht. Das war echt. sie funktionieren ja wirklich wunderbar als Familie, das muss man einfach sagen. Aber dieses Camp-Mutti ist das eine Etikett, was Sie jetzt dieses Jahr hatten, was Sie immer wieder bekommen als Etikett, ist ja, die ist bunt, die ist schrill. Ich bin laut. Ja. Ich könnte ein General sein. Also ja, also man stuft mich da schon so ein bisschen ein. Dabei bin ich eigentlich romantisch, ich bin sehr ruhig privat. Aber Sie mögen schon, das muss man sagen, also erkennbar an wechselnden Brillen. Lippenstift ist... Der ist eigentlich fast immer gleich. Passend, ja, je nachdem. Heute habe ich ein bisschen dezenter wegen dem Oberteil. Ach so, okay. Also für mich ist es dezent. Ja, für andere wahrscheinlich jetzt nicht. Total in Ordnung, weil das ist auch etwas, was Sie sagen, Thema anders sein ist in Ordnung, ist auch etwas, was Sie Ihren Kindern auch immer mit auf den Weg geben, die... Ja, ich bin ja auch auf dem Dorf groß geworden, meine Familie war anders, das habe ich dann schon sehr früh gemerkt, dass man da nach dem Äußeren geht und dass man eingestuft wird. Und da habe ich mir als kleines Kind schon geschworen, dass ich das nicht machen werde, deshalb auch diese Kategorie A bis Z Promi interessiert mich überhaupt nicht. Und deshalb mache ich auch mein Ding und ich denke, ich bin ein ganz gutes Vorbild für meine Kinder, dass man eher die Menschen, dass man ins Herz schaut, anstatt sie nach dem Äußeren zu beurteilen. In dieses Dorf müssen wir aber mal kurz mit Ihnen gehen. Ich glaube, Sie waren 4, glaube ich, als Sie in das Dorf gezogen sind mit Ihrer Familie. Ein 500-Seelendörfchen. Genau. Und dann kommt Ihre Familie da an. Erzählen Sie uns mal ein bisschen, warum sind Sie denn da überhaupt aufgefallen? Weil das war schon Hingucker im Dorf. Ne? Ja, also meine Mutter war 1,64. Das ganz ist nicht dunkler schlimm. Typ. Nein, ich weiß. Mit einem Hut. Mein Vater dann 1,97, ein ehemaliger Zehnkämpfer, Speerwerfer mit so einem Oberarm, Klitschko. Wir hatten 5 Autos. Meine Eltern waren selbstständig. Wir sind nach Italien zum Shoppen gefahren. Mein Vater hat auch gern amerikanische Autos damals schon gefahren. Und dann kamen wir in dieses 500-Seelchen Lieding bei Fächelde Braunschweig. So. Und wir waren halt anders. Ne? Und dann hat man uns sofort in so eine Schublade gesteckt. Und dann stand mein Vater auch noch mit einer Südtiroler Schürze in der Küche und hat den besten Sauerbraten gemacht. Und hat dann Temptations gehört und so. Und dann waren die, sind ja alle irre geworden. Ne? Wie war das denn für Sie als Kind? Also merkt man da, oh Gott, ich bin anders. Also gab es eine Situation, wo Sie mal in Ihrem Leben gesagt haben, also wenn das schon so früh losging, ich würde gern einfach mal genauso sein wie die anderen. Ich möchte einfach auch so aussehen wie die anderen. Weil meine Freunde wollten alle so leben, wie ich gelebt habe als Kind. Die fanden das toll. Wir hatten ein weiß-schwarzes Wohnzimmer. Wir hatten eine knallgrüne Küche. Meine Eltern hatten ein lilanes Schlafzimmer. Mein Vater hat die Möbel selber gebaut. Und hat auch gemalt und fotografiert. Also ich war auch so ein bisschen schon so künstlerisch, war das alles so bei uns. Und meine Mutter hat tolle Klamotten für uns alle genäht. Und alle wollten bei uns leben. Weil meine Mutter ist dann auch durch und hat sich hinsetzen und kam mit der Sahnespritze. Und alle mussten den Mund aufmachen. Das war alles so, die sind bekloppt, ne? Die sind aber alle bekloppt bei uns. Nein, bitte. Naja, und dann war das natürlich so, dass ich dann, wurde ich dann 12, 13, 14, hieß es, die Natascha, die ist die Erste, die schwanger wird. Ne? Dabei war ich die Letzte, die einen Freund hatte. Also das kriegt man dann schon auch alles nach wie vor dazu. Ja, man wurde dann so eingestuft und ich war die letzte Jungfrau im Dorf eigentlich. Ne? Das ist auch ein schöner Buchtitel. Vielleicht für den nächsten.
das so beschreiben, das klingt eigentlich lässig, dass man so ist. Ne? Aber ich glaube auch in dem, was wir schon besprochen haben, was einem so entgegenschlägt überall. Ich finde das auch mutig, wenn man sagt, man ist so, wie man ist und man ist auch gerne anders. Sie geben das auch an Ihre Kinder so weiter. Gibt es Momente, wo Ihre Kinder mal sagen, Mama, das ist peinlich? Ja, wenn ich zum Beispiel an der Ampel stehe und so mache, weil ich Musik höre. Und dann sagt meine Tochter, du hast ja nicht immer alle, hör sofort auf. Und dann findet sie es aber irgendwie doch gut. Und dann macht sie Instagram-Videos mit mir. Ja, und dann. Und dann dürfen sie auch so machen, das Ganze wieder. Genau. Nee, also sie finden mich jetzt nicht so peinlich. Sie gucken gerade so. Ich denke immer noch über die Schlange nach. Ach so, nee, die haben wir jetzt weggepackt. Aber darf ich das nicht sagen, was ich gegessen habe? Ich finde das schon interessant. Raus damit, dann haben wir es einmal. Krokodilpenis. So. Und der eine reicht uns. Krokodil ist wohl sehr lecker. Aber Krokodil, sag ich doch. Krokodil schmeckt nach. Fühlt sich an wie Huhn, schmeckt aber nach Fisch. Aber das war ja nicht das Krokodil. Aber deswegen würde ich, der Penis wäre nicht meine erste Empfehlung. Also ich wusste, wir hätten nicht mit den Urologenwitzen einsteigen sollen. Und er war auch nicht so groß, wie man denkt. Milan, was ich eigentlich fragen wollte. Ja, hatte ich noch nie drüber nachgedacht. Sie haben auch Kinder. Mein Gott, Bettina, wann kommt die auf deiner Sendung gemacht? Das wäre jetzt aber ein guter Song, ne? Mein Gott, Bettina. Ja, jetzt haben wir schon einen Buchtitel und den Song. Ja, ich habe ja auch gesungen. Trink mal schnell das Bier aus. Milan, schnell trink mal. Ich wollte dich eigentlich fragen, ob du das auch kennst. Ich glaube, deine Kinder sind auch raus aus der Pubertät wahrscheinlich schon so ein bisschen. Aber bist du bei deinen Kindern auch manchmal peinlich? Sagen die, machen mal was mit den Haaren oder so? Oder? Ja, ja, bestimmt. Als meine Tochter den Schnurrbart gesehen hat, dachte sie, die fällt aus allen Wolken. Ja, bestimmt bin ich denen peinlich, aber es macht ja nichts. Das gehört ja dazu. Die lieben einen trotzdem, wenn man sie auch liebt. Und also so ist die Rollenzuschreibung auch. Die Alten müssen auch peinlich sein. Muss so, ne? Irgendwann muss man dieses Gefühl auch mal kriegen, in einem gewissen Alter. Klar. Das stimmt. Meine Mutter war mir auch peinlich, als sie ihn auf der Straße gesungen hat und so. Also das kenne ich auch. Ja. Jetzt erwische ich mich auch dabei wieder, wie ich dann singe auf der Straße. Auf der Straße, ja, genau. Ja. Oder hinterm Lenkrad. Was ich ganz schön finde, ist, deine Kinder sind zwar jetzt natürlich auch schon Ich könnte bald Oma werden. Nicht unter Druck setzen, haben wir gerade gelernt. Nee. Aber nicht die Erste im Dorf und auch nicht die Letzte. Aber deine Kinder oder beziehungsweise das, was du denen beibringst, das spiegelt sich auch in deinem aktuellen Projekt wieder. Ja. Deswegen sage ich, es ist schon einiges los in diesem Jahr. Denn es gibt ein Buch von dir, Perlinchen. Ja. Mhm. Ein kleines Marienkäfermädchen, was eben nicht klassisch rot mit schwarzen Flecken auf den Flügeln unterwegs ist, sondern Pink. Sie kommt Pink auf die Welt. Einen zuckersüßen Freund, der hat nur einen Punkt, der ist blau. Der isst den ganzen Tag Marmeladenbrote. Was einem aber wirklich sofort auffällt, da ist ganz schön viel Familie Ochsenknecht drin, oder? Ja, weil ich ja das Buch selber geschrieben habe. Und dann habe ich natürlich alles so eingebaut, dass man auch erkennt, dass es meine Familie ist. Das ist auch eigentlich, habe ich als Kind gedacht, ich wäre so gern so ein Perlinchen, die so das Gute will, die andere beschützt und die für alles einsteht und für die Liebe und die kämpft, dass alle gleich behandelt werden. Und deshalb erkennt man natürlich ganz viel von mir. Die Großmutter von Perlinchen heißt Oma Mutti Perle. Ich habe meine Oma Oma Mutti genannt, weil sie die Mutter meiner Mutter war. Und sie hat pinkfarbene Haare, die Oma, und diese Brille auf. Also und sie haben natürlich auch ein besonderes Verhältnis zu ihrer eigenen Mutter. Die ist ja auch immer... Also ist ein bisschen auch, irre, ja? Nee, aber das ist eine Knallerfrau. Die ist auch da wunderbar mit unterwegs. Also das heißt, man erkennt schon da viel von ihrer Familie drin. Genau. Und eben auch wieder dieses Thema Anderssein ist völlig in Ordnung. Sind das eigentlich die Erfahrungen, die Sie so stark auch gemacht haben, zu sagen, ich bin Natascha Ochsenknecht und so gehe ich durchs Leben? Oder gab es einfach auch noch ein paar Sachen, was Sie so geprägt hat, was Sie auch so weitergeben würden? Das war natürlich schon, dass ich auch in meiner Kindheit gemerkt habe, okay, ich wachse anders auf. Die Leute haben dann gesagt, guck mal, da kommt die lange Dünne wieder, kann sich hinter der Zaunlatte verstecken und so. Und die kriegt ja nie einen Typen. Und ich war schon mit 14 ausgewachsen, 1,78 und so. Und natürlich dann auch meine gesundheitlichen Geschichten, dass ich eben da schon sehr schwer krank war und zweimal eben fast mich verabschiedet habe. Und das hat mich halt auch geprägt, dass ich dann irgendwie dachte, nee, ich gehe ein bisschen anders durch die Welt und ich will das den Leuten auch zeigen, dass sie irgendwie nicht da jemanden sehen mit roten Haaren und denken, oh Gott, ist der denn, mit dem wollen wir nichts zu tun haben, oder dass sie aus anderen Ländern kommen, sondern dass man einfach immer mehr darauf achtet, wer ist denn mein Nachbar, dass man auch mal wieder höflicher ist, dass man wieder freundlicher ist, dass man auch mal guckt, Mensch, können die was gebrauchen, ich gehe einkaufen, da wohnt eine alte Dame, da klopfe ich doch mal, möchten sie irgendwas, ne? Dass man einfach aufmerksam ist und auch wieder benehmen, also ich merke das ganz oft, dass man sich mit vielen jungen Leuten unterhält, die können gar nicht mal die Augen gucken, weil die gucken gleich ins Handy und unterhalten sich mit dir. Sie sind aber auch viel unterwegs im Netz, das muss man mal sagen. Ja. Aber die gucken einen trotzdem noch an, aber da sind sie auch unterwegs. Was mir nämlich aufgefallen ist,
das hat wahrscheinlich auch was mit Ihren Erfahrungen zu tun, die Sie gemacht haben, unter anderem mit den Medien. Sie haben sich Ende letzten Jahres von Ihrem Freund getrennt, ja, und haben das auch quasi, ja, damals war es, glaube ich, über Snapchat als erstes, haben das selber Instagram vermeldet. Oder Instagram, ja, war das, war, natürlich haben alle gedacht, ich hätte das normalerweise ehrlich gesagt nie gemacht. Ne? Gut, jetzt hat er mal woanders rumgeschnackselt und das war dann so das i-Tüpfelchen und ich wusste ja, ich gehe ins Dschungelcamp. Und dachte irgendwie, ich kann jetzt nicht ins Dschungelcamp gehen und das geheim halten und dann kommt das in der Zeit raus. Und meine Kinder erfahren das dann und dann habe ich gedacht, okay, ich hau das jetzt raus. Ich habe gepostet, ich bin Single. Ich kann natürlich nicht wissen, dass 10 Minuten später die Bild-Zeitung anruft bei meiner Agentur, ja, und sage, was ist da los. Das war ein Schuss nach vorne aus taktischen Gründen, sage ich jetzt mal so. Weil ich dachte, wenn da jetzt irgendwie so eine Frau um die Ecke kommt und sagt, hey, ich hatte was mit deinem Typen, dann kann ich was habe ich was dagegen unternommen und nicht, dass ich im Dschungel bin und es passiert irgendwas und meine Kinder stehen da und wissen nicht, wie sie zu reagieren haben oder meine Agentur. Und deshalb habe ich diesen Schnellschuss gemacht. Ja. Also normal hätte ich das nicht gemacht. Unmut ist Geschichte, alle Kinder sind sozusagen aus dem Haus. Aber wenn wir dieses 2018-Jahr von Natascha Ochsenknecht uns noch mal angucken, wäre Platz für eine neue Liebe? Ja, für die Liebe ist immer Platz. Aber ich weiß jetzt nicht, wann die kommt. Ja, wenn's aber vielleicht, ist, wenn ich jetzt hier rausgehe und dann gehe ich auf Toilette und da ist einer und falsch, da ist einer auf der Darmtoilette und ich sage Hallo. Dann wäre Natascha Ochsenknecht bereit. Ja. Dankeschön für diese Besuch heute. Für die offenen Worte. Danke. Ja, gerne. Ich hab dich im Auge, mein Freund. Ja, völlig zu Recht. Völlig zu Recht. So. Ach ja, er geht ja ab und zu auf die Darmtoilette. Ja, so, und das war's. Es kommt heute zum Äußersten hier. Hoffentlich triffst du da kein Krokodil. Doch, bitte. Aber ich kann damit umgehen. Ja, ja, hab ich schon verstanden. Kannst du mich doch nicht vor unserem Gast so bloßstellen. Das, da müssen wir jetzt ich finde, es war auch eine gute Überleitung, denn ich glaube, es geht um Anstand und schon sind wir da. Das fand ich aber jetzt hochgradig uneinständig. Meine geheimsten Geheimnisse hier gleich vor einem Milliardenpublikum. Aber gut, sei es drum. Er ist erfolgreicher Kolumnist, er ist erfolgreicher Buchautor, er ist völlig erfolgloser Eintracht Braunschweig-Fan. Aber die Höflichkeit gebietet es, darüber den Mantel des Schweigens zu hüllen. Er hat aber dafür ein sehr erfolgreiches Buch geschrieben über den Anstand in schwierigen Zeiten und wie wir miteinander umgehen. Und jetzt stelle ich mir natürlich die Frage, ist er womöglich der Knigge des kommenden Jahrtausends oder... Ist einfach Axel Hacke. Der Mann, den wir dringend brauchten, wie wir ja gerade gemerkt haben, anhand des Applauses, den Natascha Ochsenknecht eingeheimst hat für ihr Appellier an den Anstand. Axel Hacke ist da. Ja. Jetzt muss ich natürlich gleich vorweg fragen, haben Sie bereits die Kontonummer von Donald Trump? Der Mann ist ja quasi Ihre Muse. Ja, das stimmt schon. Das ist einer der wenigen, im Grunde fast der einzige Vorteil, den er hat, dass es relativ inspirierend ist, immer wieder über den zu schreiben. Ja. Aber ich heiße natürlich auch sofort wieder, warum schreiben Sie immer zu über den? Sie sind ja wie besessen von dem. Ja. Ist das, aber ist irgendwie ist es auch so. Ja. Ich finde, dass einen solchen gravierenden Einschnitt in unserer Zivilisation, dass ein solcher Mann von so niederträchtigem Verhalten ein solches Amt bekleidet, das ist schon eine grundstürzende Veränderung unserer politischen Kultur. Und nicht nur in Amerika. Also mir persönlich geht es tatsächlich auch so, das Ganze... Das Ganze ist ja jetzt nun schon... Das Ganze geht ja nun schon eine ganze Weile. Das ist jetzt schon ein Vierteljahr, ist der Mann ja schon im Amt. Und es setzt aber keine Gewöhnung ein, zumindest bei mir nicht. Also es ist tatsächlich immer noch so, dass man immer wieder fassungslos ist und sagt, wie kann das sein? Ja, das ist natürlich was Gutes, dass man immer noch sagt, wie kann das sein? Nicht? Auf der anderen Seite ist das Gefährliche natürlich daran, das ist ja eine Show. Also, das Ganze ist ja wie eine Seifenoper, was da stattfindet. Und wir nehmen es sehr oft nur auf dieser Show-Ebene wahr. Wir sehen also das, was da uns täglich geboten wird. Man starrt das wie gebannt an und vergisst bisweilen, dass eine Ebene drunter ja Politik gemacht wird. Und zwar sehr harte, knallharte Politik. Die Welt wird dadurch massiv verändert. Und das ist ein ganz schlimmer Effekt. Ist Trump das eigentlich bewusst, dass da auch Politik gemacht wird? Ich weiß nicht, ob dem irgendwas bewusst ist. Ja, manchmal hat man ja tatsächlich das Gefühl, dass er sich immer noch für einen Reality-TV-Star hält und gar nicht weiß, dass aber seine Entscheidungen auch wirklich tatsächlich massive Folgen haben. Und zwar abseits seiner Fans. Man hat ja tatsächlich das Gefühl, dass er im Grunde genommen nach wie vor für seine Fans
Programm macht und nicht Politik. Natürlich macht er für diese Leute Politik und er macht vor allem für sich selbst Politik. Denn das Ganze ist ja auch ein Bereicherungsprogramm für die Familie. Sache. Das darf man nicht vergessen. Um mal kurz mal zum eigentlichen Thema zurückzukehren, was genau ist eigentlich Anstand? Naja, das ist ja ein sehr schillernder Begriff, der, Sie haben ja schon am Anfang Knigge erwähnt. Und das ist ja in Deutschland sofort, wenn dieser Begriff fällt, ist man sofort bei Knigge. Und dann ist von Benimmen und von Manieren die Rede, wie man sein Besteck hält, wie man sich vorstellt, wie man jemandem in den Mantel hilft. Das ist aber gar nicht das, was der Knigge eigentlich geschrieben hat. Knigge hat ja selbst ein Buch geschrieben damals, das den Titel hatte Über den Umgang mit Menschen. Und das ist tatsächlich niemandem, glaube ich, tatsächlich so bekannt. Ne? Nein, das ist ja in späterer Zeit immer wieder umgeschrieben und total verändert worden. Aber im Grunde ging es ihm um etwas sehr Grundlegendes. Es ging nicht um Manieren, sondern es ging über ja, Umgang mit Menschen. Also es ging um Wohlwollen, um Freundlichkeit, um Leutseligkeit, um die Kunst zum Beispiel ein Gespräch zu führen. Natürlich auch um Respekt vor anderen Menschen. Also es ging eigentlich um das, was eine Ebene tiefer liegt. Manieren haben ja viel mit Respekt vor anderen Menschen zu tun. Das ist ja das, was sie eigentlich kennzeichnet. Aber ihm ging es eigentlich um das, was darunter stattfindet. War darum geht es eigentlich in meinem Buch auch. War es denn tatsächlich an der Zeit, dieses Buch zu schreiben? Also wenn man gerade merkt, dass Natascha Ochsenknecht auch sagt, die Leute gucken irgendwie nur noch auf ihr Telefon und blicken dem Gegenüber nicht mehr ins Auge. Ist es schlimmer geworden? Sind die Leute unanständiger als früher? Na, wir nehmen auch Dinge natürlich ganz anders wahr. Wir nehmen sie wahr, weil wir sie zum Beispiel die sozialen Medien haben, weil heute Dinge öffentlich sind, die früher irgendwo am Stammtisch gesagt wurden. Also die Dinge sind schon immer irgendwo gesagt worden, aber sie waren nicht öffentlich. Heute auf Facebook zum Beispiel ist das öffentlich. Da muss man natürlich sagen, das ist dann eben doch nicht der Stammtisch, weil es verändert natürlich auch die Öffentlichkeit. Wir gewöhnen uns an Dinge, an die wir uns vielleicht nicht gewöhnen sollten. Ja? Man muss ja nur mal in eine Kommentarspalte unter einem x-beliebigen Zeitungsartikel im Internet schauen. Das sind ja Orgien von Beleidigungen, Verwünschungen, Beschimpfungen. Und die Gefahr, um nur mal diesen Aspekt zu nehmen, ist natürlich, dass da etwas salonfähig wird, das eigentlich nicht salonfähig sein sollte. Das vom Digitalen ins Analoge? Weil bislang hat man ja doch eher häufig das Gefühl, dass es eigentlich in diesem Raum bleibt. Im Netz stattfindet. Im Netz stattfindet. Also ich habe schon, also wenn man das Netz vergleicht mit der analogen Welt, in der wir uns ja zum Glück auch noch ab und zu bewegen, habe ich das Gefühl, im Netz tobt mittlerweile der Bürgerkrieg. In der normalen analogen Welt habe ich immer noch das Gefühl, es geht einigermaßen. Ist das, hat sich das schon niedergeschlagen? Also, naja, es ist ein Galgen für Angela Merkel durch Dresden getragen worden, ja. Um nur ein Beispiel zu nennen. Der Bürgermeister von Altena im Sauerland, auf den ein Messerattentat verübt worden ist, der kann davon berichten, dass dem monatelange Beschimpfungen im Internet vorangegangen sind. Also da hat man schon das Gefühl, dass da irgendwann vom Wort es zur Tat geht. Das ist die natürlich eine der Gefahren dabei. Die andere Gefahr ist natürlich, dass eine gesamte Diskussionskultur ja irgendwo vor die Hunde geht. Man ist einfach nicht mehr in der Lage, vernünftig und ruhig über ein Thema zu sprechen. Das gehört ja auch dazu. Man dürfte ja nicht mehr gewöhnen. Man kriegt ja keine Widerworte mehr. Wenn man sich in dieser Echokammer bei Facebook befindet, dann hat man nur noch Leute um sich herum, die einer Meinung sind. Und das schafft ja Selbstbewusstsein. Früher dachte ein Idiot, zog in Betracht, ein Idiot zu sein. Heute sagt er, einer von uns ist Präsident. Warum soll ich nichts sagen? Ja. Und das ist der Punkt. Das ist natürlich tatsächlich, um jetzt nicht wieder auf Trump zu kommen, aber der hat da natürlich auch Räume geöffnet im sozialen Miteinander, wo plötzlich Dinge sag- und machbar waren. Gibt es im Alltag Beispiele, wo Ihnen auffällt, dass Leute sich unanständig verhalten? Also, das kann Ihnen ja jeder einfache Polizist, jeder Sanitäter, jeder Feuerwehrmann davon berichten, wie sehr die Atmosphäre aggressiver geworden ist, gerade wenn es um Repräsentanten des Staates geht. Wie schnell die Leute attackiert werden, nicht nur verbal attackiert werden bei ihren Einsätzen. Also das ist schon
wenn man dem Glauben schenken will, was die so erzählen, dann gibt es da eine Veränderung, eindeutig. Ja. Also es gibt da so viele praktische Beispiele. Also ein Bekannter von mir, der saß letztens in Köln, ist die Parkplatzsituation ja auch jetzt nicht gerade prachtvoll, jeder weiß das. Der saß dann in seinem Auto und dann fuhr jemand vorbei und sprach ihn an und fragte ihn, ob der Parkplatz frei wird. Und das, dem war nicht so, er hat gesagt, nee, ich bleib noch. Dann fährt er weg und sagt, Arschloch. Ja, warum? Was habe ich denn getan? Also so eine Geschichte kann jeder erzählen. Das ist ja, also eine Bekannte von mir geht mit ihren beiden Kindern bei Grün über die Straße. Ein Auto schneidet sie haarscharf. Sie zeigt nur auf die für sie grüne Ampel. Und der Mann lässt das Fenster runter und sagt, halt's Maulschlampe. Also das ist natürlich ein, kann man sagen, war im Autoverkehr schon immer so. Aber es gibt mittlerweile doch einfach sehr, sehr viele Geschichten dieser Art, wo man das Gefühl hat, da kehrt etwas ein, mit dem man sich nicht einfach abfinden sollte. Ich glaube, wir haben ja ist natürlich immer wieder von den sozialen Medien die Rede da. Das ist ja eine Revolution, mit der wir zu tun haben. Also es ist wirklich eine Revolution unserer Kommunikationsmittel auch. Und ich glaube, damit müssen wir auch erstmal lernen, umzugehen. Ich glaube tatsächlich auch, dass dieser Begriff Neuland, den Angela Merkel vor 3 Jahren verwendet hat, wofür sie ja sehr verspottet wurde, ist aber im Grunde genommen gar nicht falsch. Also ich habe schon das Gefühl, dass diese Stimmung, so ein bisschen Goldgräberstimmung am Anfang, dass die Leute sich schon noch daran gewöhnen müssen, wie sie miteinander umgehen, also speziell auch junge Leute. Also wenn man sieht, wie 13-Jährige via WhatsApp miteinander kommunizieren, merkst du schon, dass die geistige Entwicklung mit der technischen natürlich nicht ansatzweise Schritt halten kann. Aber wenn Sie sowas sagen wie, wir müssen uns darauf einstellen, wie reagiert man in solchen Situationen? Also wir müssen ja auch lernen, darauf zu reagieren, wenn jemand quasi unanständig wird, auch im analogen Leben. Sie haben sich jetzt so intensiv damit beschäftigt, was wäre eine gescheite Antwort darauf? Naja, ich würde schon mal, es fängt schon mal an, dass ich mich nie auf das Niveau begeben würde. Also man muss bei sich bleiben, glaube ich. Man sollte nicht sich provozieren, das ist der Sinn der Sache oft, auch Provokation. Sie können ja in jeder Debatte, oder wie, ich will das nicht Debatte nennen, aber was da so an Kommentaren oder so einem Artikel stattfindet, werden Sie irgendwann feststellen, dass sich da jemand eingeschaltet hat, den es offensichtlich so gar nicht gibt. Also das ist eine Maschine, die da anfängt, die Atmosphäre anzustacheln. Also das stachelt sich ja hoch. Das wird immer aggressiver. Und ich glaube, bei dieser Aggressivität sollte man nicht mitmachen. Also ich glaube, man muss bei sich bleiben, man muss das wieder zurückfahren und nicht einsteigen auf diese Verwünschungs... Wobei ja immer die Lust... Ja. Man muss anständig bleiben, ne? Ja. Also, für mich hat dieser Begriff Anstand ganz, ganz wenig damit zu tun, den Zeigefinger zu erheben und auf andere zu zeigen und zu sagen, du, das ist nicht anständig, was du da machst. Auch gerade Ältere immer Jüngeren sagen, du. Wobei das ja tatsächlich auch gerade Volkssport ist. Ne? Man hat schon das Gefühl, dass gerade das derzeit ja besonders beliebt ist. Also diese Helikoptermoralisten, die eigentlich alles genau wissen und anderen erklären können, wie es funktioniert. Das ist was mich wahnsinnig stört, der Mann, der da diese Tafel in Essen macht und ob das jetzt richtig gewesen ist, die Entscheidung oder nicht, das ist gar nicht der Punkt, aber der macht das 7 Tage die Woche ehrenamtlich. Und was immer der da für eine Entscheidung getroffen hat, das kann man doch auch erstmal respektieren und vielleicht erstmal hören, warum hat der diese Entscheidung getroffen und ihn nicht gleich als Nazi und Rassisten beschimpft. Das darf doch eigentlich nicht wahr sein. Man hatte den Eindruck, es gärte gerade noch in dir. Bitte? Man hatte den Eindruck, es gärte gerade noch in dir. Nee, auch da ging es nur, was jetzt lange vorbei ist, um diese Geschichte mit dem Neuland. Allein der Begriff Neuland im Internet und so weiter, und wie man mit Angela Merkel ihr unterstellt hat, sie hätte gesagt, das Internet, sondern es ging gar nicht um das Internet, sondern die juristische Situation war ungeklärt. Und das sei das Neuland gewesen, dass es keine Gerichtsurteile gibt zum Umgang im Internet und so weiter. Das war der Punkt erstmal. Und das war eigentlich diese Diskussion um den Begriff Neuland und dieses lächerlich machen dieser Frau, die schon mal was vom Internet gehört hatte,
Das war schon ein gutes Beispiel dafür, wie der Umgang im Internet eben ist. Ja, aber wir schießen natürlich alle gerne sehr schnell. Ne? Also nicht Zeigefinger, sondern erstmal auf sich selber schauen. Das ist ja etwas. Wir sind ja nicht die Ersten, die über diesen Begriff nachdenken. Also da gibt es sehr viele kluge Bücher von Marc Aurel, einem römischen Kaiser, der ein Buch geschrieben hat, das am Anfang hieß, im ersten Titel an mich selbst. Und das ist natürlich ein guter Anknüpfungspunkt, denn ich muss Sie natürlich fragen, wann Sie selber genau an dieser Leitlinie scheitern. Der Anstand. Wann fällt es Ihnen schwer, anständig zu bleiben? Am schwierigsten ist es im Autoverkehr. Ja. Am Lenkrad meines Autos oder auf meinem Fahrrad bin ich sehr kränkbar. Ja. Und da muss ich mir das wirklich auch als Aufgabe oft stellen. Nicht provozieren lassen, ruhig bleiben, den anderen reinfahren lassen, winken, aber das ist den Tag genießen. Das ist aber ein sehr guter Punkt. Kennen Sie das auch? Also reinfahren lassen. Ja, da ist ein Hindernis. Man lässt jemanden durch, der fährt vorbei. Man müsste es nicht. Ja, man ist generös, man lässt jemanden durch. Der fährt vorbei und bedankt sich nicht. Ich möchte sofort hinterher den aus dem Auto ziehen. Ja. Wirklich? Ja. Ja. Habe ich auch schon oft gesagt. Ja. Ich komme gleich und hole dich zu mir. Ja. Zu mir. Ja, zu mir gesagt. Ja. Ja. Aber das ist wirklich was in Deutschland tatsächlich wirklich unterentwickelt ist. Wenn Sie zum Beispiel in England Auto fahren, auf dem Land, da sind ja die Straßen sehr, sehr schmal. Und das ist ein ungeheuer freundlicher, entspannter Umgang miteinander. Die Leute fahren nicht rechts ran, sondern links ran. Lassen einen durch, man bedankt sich, der andere bedankt sich auch. Das ist großartig. Also ja. Das ist wirklich, da können wir ganz viel in Deutschland lernen. Tatsache, das wird hier in Köln natürlich nicht zu schaffen sein, aber ich habe eine gute Nachricht für Sie. Sie haben einen Fahrer zurück zum Hotel. Vielen Dank, Axel Hacke. Mal im Kölner Treffen. Milan Peschel ist heute bei uns. Wir freuen uns sehr, dass er sich aus Berlin hierhin geschwungen hat zu uns und wollen uns einfach mal, habe ich auch gerade schon gesagt, wir wollen dich einfach mal so ein bisschen kennenlernen. Weil du bist natürlich der Mann, der einem ganz oft auf Kinoplakaten begegnet, den viele natürlich aber auch, das muss man dazu sagen, vom Theater kennen und so weiter. Was bei dir ganz schön ist, es war ganz früh schon erkennbar, der Milan, das wird mal ein Künstler, aber du hast erst mal gemalt, ne? Und soweit ich weiß, nicht auf Papier. Ich habe schon erstmal gespielt. Also mit 9 Jahren habe ich im Ferienjahr aber als Ferienlager Kind? Gespielt. Ja, mit 9 war ich noch ein Kind. Also nein, ich meine gemalt. Immer noch. Ich hörte, das freut mich, dass es auch bei dir so ist. Ich komme darauf, weil ich hörte von Türschwellenmalereien. Ja, das auch. Das kam später. Das kam so mit 19 ehrlich? Oder so. Ja, ja. Ich hatte so weiße Möbel in meiner ersten Wohnung und habe mich damit irgendwie gelangweilt und fing an, diese zu bemalen irgendwie. Und dann kam meine Mama und hat gesagt, das sieht aber ganz schön aus. Ach so, und da habe ich die Türschwelle auch bemalt. Genau. Richtig, ja. Und die Türen und so bekleckst so mit Farben und so. Ich habe gedacht, Türschwellen bemalen, das ist so ein Klassiker. Ja. Das macht man tatsächlich, wenn man kleiner ist. Also so andere malen Wände, du Türschwellen, aber da warst du schon 19. Ja, das sieht. Ich hatte länger gebraucht, das Alter immer nicht so rum. Nee, bei mir sah es einfach auch besser aus, als wenn ich es mit 8 gemacht hätte oder so. Nein, aber es sah irgendwie so, meine Mama fand es schön, hat gesagt, mach mir noch mal so ein Bild. So, und das, ja, deswegen fing ich an eigentlich. Dann habe ich angefangen, Bilder zu malen. Und die Mama, die hat eine wichtige Rolle. Das ist ganz schön, wenn man etwas über dich liest oder hört, dann weiß man immer, die Mama von Milan Peschel, die spielt eine ganz besondere Rolle. Was schätzt du an deiner Mutter so? Ja, meine Mama hat mir Anstand beigebracht, ne? Also so würde ich es einfach in 2 Worte packen. Die hat mir wirklich. Und Mama hat dich unterstützt in allem, was du machst. Auch wenn du mit 19 Türschwellen bemalst, hat sie dir noch gesagt, das ist gut. Und jetzt gehen wir zurück zu dem 9-Jährigen. Du hast nämlich tatsächlich da schon eine Erfahrung gemacht, was dem Dieter nur der Messdiener war. War dir ein Ferienlager, ne? Wo du so eine Erfahrung gemacht hast? Ja, ich weiß nicht, wieso ich dann da also bei der Theatergruppe im Ferienlager gelandet bin. Es gab dann so Arbeitsgemeinschaften oder so, irgendwie, keine Ahnung. Ich war dann bei denen, die ein Theaterstück einstudiert haben. Und
Ja, ich sollte einen Jungen spielen, der sich nicht wäscht, so hieß das Stück. Warum sie mich ausgewählt haben, weiß ich nicht. Vielleicht nach dem Geruch oder was, keine Ahnung. Aber ich kann mich nur noch erinnern, dass als wir das dann aufgeführt haben, so beim Abschlussfest, irgendwie irgendjemand rief lauter. Und ich wollte danach trotzdem immer noch Schauspieler werden. Dann hat sie mich an die Hand genommen, hat was gesucht für mich, wo ich jede Woche ein- oder zweimal hingehen kann. Die Mama, ne? Ist ja, ja. Losgelaufen? Ja, klar. Mhm. Und was heißt, wo seid ihr dann hingegangen? Also du hast wir sind ins Haus der jungen Pioniere Germantitorf in Berlin-Lichtenberg gegangen. Mhm. Und da habe ich dann bei Frau Heike Budrus in der Sprechergruppe ein paar Jahre mitgemacht. Und, das war offensichtlich eindrücklich, wenn du dir das alles so gut gemerkt hast. Ja, naja, man merkt sich das ja alles, was man so macht und tut und erlebt, wenn man so klein ist. Ne? Und wenn man das hört, also das war ja eigentlich ein ganz klarer Weg für dich, bist du trotzdem dann nicht direkt Schauspieler geworden? Ja. Und hast einen Umweg gemacht, warum? Ja, weiß nicht, das kam ja alles so zusammen. Diese Sprechergruppe hörte auf, das war zu Ende. Ich kam in die Pubertät und dann wollte ich das irgendwie nicht mehr. So wollte ich mich nicht mehr zeigen, das war mir alles peinlich. Und ich wollte aber irgendwas mit Kunst, mit Kultur irgendwie machen. Das wusste ich, bin dann am Theater gelandet als Theatertischler. An der Volksbühne in Berlin? Genau, an der Volksbühne und habe dann da 5 Jahre bei der Bühnentechnik gearbeitet, nach meiner Ausbildung zum Tischler. Und habe da immer mehr Lust gekriegt, dann so, wenn ich von der Seite zugeguckt habe. Hat es dich doch wieder gepackt? Ich wollte einfach auch den Applaus dann kriegen und so dachte, es wäre auch schön, da zu stehen. Und so bin ich dann wieder dazu gekommen. Habe mich dann auch wieder getraut, eben mich auf eine Bühne zu stellen. Hast dann auch die Ausbildung tatsächlich gemacht und genau. Bist dann irgendwann an deine Volksbühne, wo du vorher noch dran gehobelt hast, quasi bist auf diese Bühne zurückgekehrt. Genau. Und hattest dann ein Vorstellungsgespräch, wo du, glaube ich, nicht ganz sicher warst, ob du Schauspieler oder Handwerker werden solltest am Ende, oder? Das war der damalige Intendant der Volksbühne, Frank Kastorf, der wusste eben, dass ich da so in technischen Abteilungen gearbeitet hatte. Er wusste nur nicht, dass ich Bühnentechniker war, sondern er dachte, ich wäre Beleuchter. Er wollte einen Witz machen. Ich sagte, wechsel mal jetzt hier die Lampe aus. Vorsprechen aber. Was? Beim Vorsprechen. Ja, als ich dann fertig war. Kannst du mal die Lampe auswechseln? So soll so ein Witz sein. Ich gesagt, ja, nee, ich war ja kein Beleuchter, Frank. Ich war ja Bühnentechniker. Ach so. Und danach hast du die Rolle aber gekriegt. Und dann haben sie mich... Was uns sehr froh macht, weil seitdem bist du natürlich einmal auf den Theaterbühnen sehr viel unterwegs und gleichzeitig natürlich auch, du inszenierst auch selbst, du bist aber natürlich auch im Fernsehen und Kino zu sehen. Und was ich bei dir ganz spannend finde, ist, man hört ja ganz oft von Schauspielern, da habe ich mich zurückgezogen und dann habe ich mich erstmal in die Rolle gefressen und bin der geworden. Ja. Bei dir ist es ja irgendwie ein bisschen anders, wenn du eine Rolle bekommst, also abgesehen davon, dass man dir jede zu 100% glaubt, man denkt immer, du bist genau das. Wie machst du das mit deinen Rollen? Lange Vorbereitung. Text lernen ist wichtig. Ist eine gute Voraussetzung. Das Kostüm muss stimmen. Ja. Wenn das Buch gut geschrieben ist oder wenn die Texte gut sind, dann ist ja schon mal ganz viel da. Also Du hast mal gesagt, die Rolle kommt quasi zu dir so mehr. Ne? Das finde ich ganz spannend. Du lässt die was mit dir machen und nicht umgekehrt, ne? Ja, wahrscheinlich könnte ich gesagt haben, ja. Klingt nach dir. Auf jeden Fall. Du bist jemand, dem sagt man, oh ja, der Milan Peschel, der spielt den Betrogenen, dem, auf dessen Seite man sich sofort stellt. Wie sehr suchst du dir sowas aus oder wie sehr interessiert dich das überhaupt, ob dich da jemand so, wo sind wir wieder in den Schubladen, in diese Milan-Schublade rein? Ja, die Schubladen interessieren mich ja nicht, weil ich kreiere die ja nicht und ich springe auch nicht in irgendeine Schublade rein, das machen ja immer andere, die das Aber nervt es dich, wenn das jemand mit dir macht oder kritisiert möglicherweise auch was? Mir ist das eigentlich egal, ehrlich gesagt. Also mich kümmert das wirklich nicht. Mir ist es völlig Schnurz, in welche Schublade ich gepackt aber, werde. Aber gerade bei Milan Peschel habe ich das Gefühl, also der Schrank muss ja riesig sein. für die Schubladen, genau. Der reinpasst. Das ist ja, die sind alle miteinander verbunden, die Schubladen, weißt du? Ja, aber tatsächlich ist das so, weil du hast uns ein Projekt mitgebracht, einen Kinofilm, 15. März kommt er in die Kinos, heißt Der Hauptmann. Das ist jetzt, sag ich mal vorsichtig, keine Komödie, sondern es ist ziemlich ernster Stoff. Ich sag mal kurz, worum es geht. Es ist ein junger Gefreiter, der auf Umwegen, müssen wir jetzt nicht alle genau besprechen, aber eben die Kleidung eines Hauptmanns findet, anzieht und in diese Rolle schlüpft. Und zwar auch auf sehr unangenehme Art und Weise, das dann auslebt, eben dieser Hauptmann zu sein. Du bist auch in diesem Film dabei. Warum ist der dir so besonders wichtig? Also warum sagst du, das ist auch einer, da bin ich sehr gerne dabei? Ja, ich war erstmal ganz neugierig auf den Regisseur, auf den Robert Schwentke. Ne? Das ist ein deutscher Regisseur aus Stuttgart. Der hat lange in Amerika gearbeitet, ne? Hat große Hollywood-Produktionen gemacht.
und kam dann nach Deutschland zurück, um diesen Film mit ganz wenig Geld übrigens, der ist von den deutschen Fernsehanstalten nicht gefördert worden, was ich eigentlich einen Skandal finde, weil es eben keine Figur darin gibt, mit der man sich identifizieren kann. Finde ich aber schwierig, warum man sich mit Kriegsverbrechern identifizieren sollte. Trotzdem wichtig, das eben genau zu zeigen, was da passiert. Ganz wichtig, also der Film zeigt eben, was Verrohung bei Menschen ausmacht, was da passieren kann. Und deswegen bin ich ganz froh und ganz stolz, auch da gefragt worden zu sein. Lass uns mal kurz reinschauen und dann kann man auch deine Rolle schon ganz gut erkennen, die du da einnimmst. Freitag, Walter, Freitag, meldet sich zur Stelle, Herr Hauptmann. Hab meine Einheit verloren. Und bitte gehorsamst mich, Herrn Hauptmann unterstellen zu dürfen. Stecken geblieben? Den hole ich Herrn Hauptmann aus dem Dreck. Abkauft, die sie da spielen. Sie sind auch ein bisschen den moralischen Part auch in diesem Film. Ja, aber sollte man schon, ne? Also man sollte dem Schauspieler schon eine Rolle zu 100% abkaufen, die er spielt, finde ich. Nein, aber bei Ihnen, und das ist egal, mit wie man darüber redet, sagt man immer, man vergisst, dass es ein Schauspieler ist. Das finde ich immer toll, wenn man wirklich einfach denkt, der ist das jetzt gerade wirklich. Und das machen Sie ja auch in dem anderen Genre, ich habe es vorhin schon mal angesprochen, nämlich wenn es auch ein bisschen leichter, wenn es lustiger ist, zum Beispiel an der Seite von Matthias Schweighöfer sind Sie ja viel unterwegs. Wie machen Sie das? Sie sind dann natürlich trotzdem der eben an der Seite von Matthias über den roten Teppich geht. Das ist dann nochmal eine ganz andere Stimmung. Ist das dann was für Sie? Mögen Sie das dann so im Rampenlicht zu stehen? Weil man hat immer das Gefühl, eigentlich nicht. Ja, nur wenn man was vorweisen kann. Ne? Also ich mag das nicht so, über einen roten Teppich zu gehen bei einer Premiere, mit der ich eigentlich gar nichts zu tun habe. Aber da waren Sie ja jetzt schon auch Teil des Films. Also damit hatten Sie was zu tun. Ja, klar. Ne? Und dann, ja, natürlich, klar. Aber ansonsten finde ich das so, dass dieses Aufgekratzte am roten Teppich immer ein bisschen, also ich mag das nicht so besonders. Sie sind aber ein tolles Duo zusammen, Sie und Matthias Schweighöfer. Wie funktioniert das auch außerhalb der Leinwand gut zwischen Ihnen? Ja, schon, auf jeden Fall. Aber wir sehen uns halt viel zu selten, weil er auch ganz viel macht und ich auch. Und wir sind gute Freunde. Mhm. So was gibt es in der Branche auch. Das ist toll. Das ist doch toll, wenn man sowas sagen kann. Ja, wie ist es eigentlich, wir haben gerade schon mal über Ihre Kinder gesprochen, sehen die Sie als Star? Sind Sie da eher der Papa oder einfach, oder ist da auch so ein bisschen Style-Pima in Ihrer Familie? Empfinden Sie sich so? Nee, ich bin der Papa, also mit Schämen und also mit peinlich sein und so und mit so auch unangenehmer werden und mit sich streiten und... Wissen Sie was? Jetzt sitzen Sie hier in unserer Runde, lieber Milan. Ich habe über Sie gelesen, er ist einer der gefragtesten Schauspieler in Deutschland und ihm merkt man es nicht an. Es stimmt. Wie machen Sie das? Wie machen Sie das, dass Sie einfach so da bleiben können, wo Sie da jetzt hier auch bei uns sitzen? Keine Ahnung, vielleicht hängt es damit zusammen, dass der Erfolg spät kam bei mir. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ich habe mir darüber keine Gedanken. Steckt da kein Konzept dahinter. Ist doch toll. Auf jeden Fall selten eine ehrlichere Antwort darauf gehört. Milan Pesch, kommen Sie wieder zum Kölner Treff? Ja, gerne. Ja? Wir freuen uns auf Sie und bleiben Sie unbedingt so, wie Sie sind. Es ist eine große Freude, dass wir Sie heute hier haben dürfen. Dankeschön. Ja, danke. Ja. Über diese Frau werden Sie alle schon herzlich gelacht haben. Dann nach 20 Jahren auf der Comedy-Bühne musste sie ihre Karriere beenden wegen Panikattacken. Jetzt lacht sie der Angst ins Gesicht. Wir sind froh, dass sie da ist. Herzlich willkommen, Käthe Lachmann. Käthe, du bist ja nicht alleine hier. Du hast ja Eleonore dabei. Genau, die sitzt
hier irgendwo auf dem Boden neben mir, meine Angst. Der habe ich irgendwann einen Namen gegeben. Einfach um sie ein bisschen, also zum einen, dass ich mit ihr sprechen kann. Und zum anderen, um sie ein bisschen von mir zu distanzieren. Also, weil ich eben im Laufe der ganzen Therapien und der ganzen, ich habe jetzt gerade auch einen Achtsamkeitskurs, habe ich gelernt, dass ich mich viel zu sehr mit meinen Ängsten identifiziere und dass ich mich eben von den Ängsten ein bisschen distanzieren muss. Und das ist super, wenn man der einen Namen gibt. Dann aber musste es denn ausgerechnet der Name meiner Oma sein? Ich habe ein bisschen recherchiert. Ja, cool. Und ja, dann wird schon Grund haben. Lag das auf der Hand. Das ist ja heute insofern auch ein besonderer Auftritt, weil du seit deinem Karriereende, du bist ja von der Bühne runter 2015. Ja. Und seitdem hast du dich ja eigentlich nicht mehr in die Öffentlichkeit gewagt. Das ist jetzt also im Grunde genommen dein erster öffentlicher Auftritt, wenn man mal ein Radiointerview ausklammert. Also ist das im Grunde genommen heute auch so eine Art gemeinsame Therapiesitzung? Ist schon ein bisschen Angstbewältigung? Ja, total. Also es war vor allem im Vorwege, ich habe immer wieder Panik bekommen und habe dann geatmet und Übungen gemacht und habe mir immer wieder gesagt, das sind nur Gedanken, diese Angst sind nur Gedanken und es ist nur Fernsehen, habe ich mir immer wieder gesagt. Es ist nur Fernsehen, ich muss niemanden am offenen Herzen operieren, das könnte ich. Du weißt ja nicht, was so heute gut noch passiert. Ach so. Ja. Also, und dann war ich wieder ganz, habe ich mich wieder gefreut und dachte, wie toll. Ich war ja schon mal beim Kölner Treff und war auch total stolz. Und dann habe ich wieder gedacht, wie konnte ich das nur machen? Ich gehe von der Bühne, ich sage, ich will nicht mehr auf die Bühne und dann gehe ich ins Fernsehen. Ist wie bescheuert bin ich eigentlich? Es ist das schlimmste Setting, was man sich als Panikpatient vorstellen kann. Man sitzt inmitten des Publikums. Man kann nicht jederzeit einfach weglaufen. Doch. Ja, doch. Das habt ihr mir ja dann im Vorwege mehrmals... du wärst auch nicht der erste Gast, der eine Talkshow fluchtartig verlässt. Und mit einem guten Grund dann natürlich auch. Also ich muss an der Stelle noch mal sagen, großen Respekt und vielen Dank, dass du uns auch dieses Vertrauen gibst, hier zu sein. Danke schön. Ja, das empfinden wir tatsächlich als großen Vertrauensbeweis. 20, also ist ja... Tja, wie soll man das sagen? Du warst ja 20 Jahre auf der Bühne aktiv, aber das warst du schon zu einem Zeitpunkt, als dir Panikattacken nicht fremd waren. Bei dir ging das tatsächlich wann los mit den Angstattacken? Also ich hatte das tatsächlich schon zum ersten Mal so in der Pubertät, so mit 12, 13. Da wusste man aber noch gar nicht genau, was das eigentlich ist. Da hat man gesagt, ja, die pubertiert halt, die hat jetzt halt irgendwelche Ängste. Wie äußert sich das? Also... Ja, also das war damals im Urlaub in Südtirol, dass ich plötzlich furchtbare Angst bekam und gar nicht sagen konnte, wovor. Dass ich einfach schlecht Luft bekam, mir wurde schwindelig, alles verschwamm in so einem Nebel. Meine Finger wurden ganz taub und ich hatte einfach unheimliche Todesangst und wusste aber nicht, was das eigentlich war. Wie lange hält dann dieser Zustand an? Also jeder von uns kennt das zwar in der simpelsten Form, dass man tatsächlich auch Angst vor einem Auftritt hat oder Prüfungsangst, aber das geht dann in der Regel ja schnell weg. Ja, also so eine extreme Anspannung, die dann aber keine Panikattacke ist. Eine Panikattacke heißt, es geht nach 20 Minuten ungefähr, geht die wieder zurück. Aber ich kann auf einem sehr hohen Angstlevel, kann ich tatsächlich viele, viele Stunden verbringen. Also ich kann wirklich richtig am Rad drehen über viele Stunden. Die Erfahrung habe ich schon gemacht. Und das war dann in der Pubertät das erste Mal und dann hat man versucht, das auf die eine oder andere Art und Weise wegzutherapieren. Ja, also dann war eine nette Bekannte meiner Mutter, die war Masseurin, die hat dann gesagt, das sind die Hormone, das muss massiert werden. Und was ja eigentlich ein bisschen komisch ist, ein anderer Arzt hat mir irgendwie Beruhigungstropfen verschrieben.
Aber das Kind hatte keinen Namen, also diese Angst. Und man wusste einfach nicht genau, was das war. Und dann ist es irgendwann auch wieder gegangen. Und ich war wieder ein paar Jahre angstfrei. Oder was heißt wieder? Ich war dann ein paar Jahre angstfrei. Und dann begann das Philosophiestudium in Hamburg. Genau, ja. Genau. Also im Grunde genommen auch ein weiterer neuralgischer Punkt in deinem Leben. Ja, also ich war eben sehr weit weg von zu Hause. So habe ich es mir dann erklärt, dass ich einfach diese Großstadt, ich kam vom Dorf, zwar aus einem großen Dorf, aber trotzdem war es ein Dorf. Und dann direkt in die Großstadt nach Hamburg. Komischerweise wollte ich da ja hin, da hat mich ja niemand hingezwungen. Dann habe ich Philosophie studiert und da war es wirklich sehr voll überall. Also die Leute standen noch im Gang und die Hörsäle, alles war rappelvoll. Und das war schon auch sehr unangenehm. Und dann eben weit weg von zu Hause und dann fing es da wieder mit der Angst. Also war es tatsächlich so, dass du, also der Weg zur Uni war jetzt nicht das Problem, sondern tatsächlich vor Ort zu sein, in dem Hörsaal zu sein. Ach, das entwickelte sich dann weiter. Also es war dann erst, waren es nur die Hörsäle, dann war es der Weg dahin, dann konnte ich nicht mehr U-Bahn fahren, dann hat meine Mitbewohnerin, dann konnte ich nicht mehr alleine sein oder hatte Angst davor. Also das entwickelte sich immer weiter. Man bekommt nämlich, wenn man so Panikattacken hat, bekommt man die Angst vor der Angst. Man bekommt Angst davor, wieder Angst zu bekommen. Man hat die dann einmal, was weiß ich, in der U-Bahn, dann denkt man, oh Gott, ich fahre jetzt nie wieder U-Bahn, weil ich da wahrscheinlich wieder... Weil man sich mit der Situation nicht wieder konfrontieren möchte. Ganz genau, ja. Jetzt hast du das Studium ja nicht abgeschlossen. Nein. Nachvollziehbarerweise, weil es tatsächlich nicht besser wurde? Nein, also weil man als Komikerin ein abgebrochenes Studium nachweisen muss. Die Programme diverser Komiker lassen Rückschlüsse darauf ziehen, ja. Das ist richtig. Hast du abgeschlossen? Du hast was ich fürchte, ja. Aber ich muss dazu sagen, auf Lehramt, also es zählt im Grunde nicht. Das ist fast so schlimm. Also du hast im Grunde genommen, sagen wir mal, den Absprung geschafft. Also du hast das Studium nicht abgeschlossen, du hast die Uni verlassen. Aber wenn man doch vor vielen Menschen nicht sein möchte, wieso entscheidet man sich dann ausgerechnet für den Gang auf die Bühne? Also das stelle ich mir tatsächlich als so ziemlich das Unangenehmste vor. Ja, also das ist ja auch irgendwie komisch. Aber ich hatte ja immer diese angstfreien Zeiten. Ich hatte ja einfach, und dann hatte die Angst einfach überhaupt keinen Platz in meinem Leben. Dann habe ich hatte Bock, Comedy zu machen. Ich wollte auf die Bühne und dann habe ich ein Programm geschrieben und bin auf die Bühne und habe nicht, also ich war wahnsinnig aufgeregt vorher. Ich musste bei den ersten Auftritten, die ich hatte, da brauchte ich immer einen Eimer hinter der Bühne, weil ich mich immer übergeben musste. Und ich frage mich bis heute, warum ich da eigentlich immer weitergemacht habe. Aber es hat eben einfach auch sehr viel Spaß gemacht. Und irgendwann ging es dann ja auch. Dann brauchte ich keinen Eimer mehr. Hast du auch einen hinter der Bühne? Peter lacht. Ich weiß nicht, was er hinter der Bühne stehen hat. Ja, ganz am Anfang hast du höllische Angst, natürlich. Und ich brauchte aber keinen Eimer, weil es bei mir ja auf der anderen Seite kam. Da wäre der Eimer sehr unangenehm gewesen. Also, aber tatsächlich würde ich als Laie ja annehmen, dass mit der Routine das Ganze besser wird. Ja. Und das war ja tatsächlich auch so. Aber du hast das Ganze ja 20 Jahre und auch 20 Jahre sehr, sehr erfolgreich gemacht. Das heißt, du hast ja nun wirklich vor vielen Menschen bist du regelmäßig aufgetreten. Aber irgendwann kippte das Ganze dann wieder. Ja, irgendwann wurde es dann ganz schlimm auf der Bühne, während des Auftritts. Und das war eigentlich immer, lange Zeit war die Bühne eben so der Ort, wo ich wirklich die Hosen anhatte und sehr viel selbstbewusster war als im normalen Leben. Und dann kam plötzlich die Angst auf die Bühne. Und es war wirklich die letzten beiden Jahre, die ich noch auf der Bühne stand, die waren wirklich der Horror, weil ich immer parallel zwei Gedankenstränge. Ich hatte die Käthe, die ihre lustigen Witze, ihre Peniswitze erzählt. Nein, ich meine... Nein. Das war ich. Das warst du, genau. Und dann im Hintergrund lief die ganze Zeit, du schaffst es, du kriegst es irgendwie hin. Noch drei Nummern bis zur Pause.
Hause, das Lied kannst du irgendwie abkürzen, ich werde gleich sterben, nein, du stirbst nicht, ich muss hier weg, nein, du kannst, also so, das war sehr anstrengend. Inklusive, dass du auf der Bühne dann teilweise auch schon etwas unnatürliche Bewegungen gemacht hast. Also in dem Fall vom Publikum weggedreht habe, um tief durchzuatmen oder so. Aber die haben ja gedacht, ja, das gehört alles. Oh, das ist aber mal was Neues. Oh, ja. Okay. Also ja, das war schon keine so schöne Zeit. Ja, und dann irgendwann hieß es dann, okay, das geht jetzt einfach nicht mehr. Das war sogar tatsächlich, dass ein Therapeut auch gesagt hat, lass es. Ja, ich habe einen Auftritt abgebrochen nach 10 Minuten, weil ich nicht mehr, ich bekam einfach überhaupt keine Luft mehr. Ich hatte eine richtig amtliche Panikattacke auf der Bühne und dann habe ich erst gesagt, jetzt brauche ich aber mal 2-3 Wochen Pause. Ich muss mich wieder richtig in den Griff kriegen und dann war mir aber klar, ab dem Zeitpunkt, wo ich gesagt habe, ich brauche mal ein bisschen Pause, habe ich gedacht, oh Gott, nach 3 Wochen muss ich wieder auftreten. Dann haben wir das Fenster ein bisschen größer gemacht mit meiner Agentur. Dann hieß es, ja gut, hast bis Sommer frei. Aber dann habe ich gedacht, oh Gott, im September muss ich wieder auftreten. Und dann ich musste diesen Druck rausnehmen einfach und sagen, so, jetzt höre ich auf. Aber sind Ängste, stelle ich mir mittlerweile fast vor, wie Allergien, die plötzlich kommen? Denn mit dem Verlassen der Bühne wurde es ja tatsächlich nicht besser, sondern dann plötzlich tritt eine neue Panikattacke auf, eine neue Angststörung, die dich im Alltag ja auch sehr behindert. Ja, also die ist tatsächlich auch schon, während ich auf der Bühne Attacken hatte, da hat sich meine Seele gedacht, aha, sie macht das jetzt trotzdem weiter, obwohl ich hier rebelliere. Da muss ich wohl härtere Geschütze auffahren. Und dann hat sie, seitdem konnte ich dann in Gesellschaft nicht mehr essen und trinken. Und das ist auch eine echt bescheuerte Angst, denn man trifft sich meist mit Menschen. Also wenn man sich mit Menschen trifft, dann wird gegessen oder getrunken. Ja. Müssen Sie mal drauf achten. Wenn man es nicht mehr kann, dann merkt man es. Dass man sich ständig mit allen, man trifft sich zum Kaffee trinken, man trifft sich auf ein Bier, man trifft sich zum Frühstücken. Wobei, da muss man ja fairerweise sagen, da haben uns dann die Smartphones ja auch vieles abgenommen, weil man theoretisch, wenn man beim Essen sitzen sich Menschen gegenüber, die kriegen eigentlich die nächsten 2 Stunden voneinander nicht allzu viel mit. Das ist wahrscheinlich ganz vorteilhaft. Und du hast ja einen sehr liebevollen und vermutlich rücksichtsvollen und anständigen Partner, der dich da ein bisschen, ja, wie soll man das sagen, durchleitet, an die Hand nimmt. Unterstützt auf jeden Fall, ja. Da bin ich sehr, sehr dankbar. Das ist mein Freund, der einfach da mit mir übt, der mit mir auch lacht, wenn es Grund zum Lachen gibt über meine bescheuerten Ängste. Das heißt, ihr esst auch zu Hause getrennt? Nein, das ist jetzt schon besser geworden. Aber es gab tatsächlich Zeiten, wo ich in der Küche und er im Wohnzimmer gegessen hat, weil es nicht ging. Das ist so bescheuert, aber der Verstand hat da nichts zu melden. Ne? Also du kannst dir das 100-mal sagen, dass da nichts passiert. Ich habe Angst beim... Also zurzeit ist Trinken tatsächlich schlimmer als Essen. Essen geht. Also, und je nachdem, hier ist jetzt auch eine Ausnahmesituation, ne? Da bin ich sowieso ein bisschen aufgeregter. Aber da sind wir alle. Ja, aber es ist tatsächlich die Angst vor der Angst schon wieder, weil ich Angst habe, dass ich mich verschlucke, daraufhin eine Panikattacke bekomme und dann nicht huste und ersticke. Ist doch logisch, oder? Aber man muss ja nun wirklich positiv festhalten, du hast ja tatsächlich schon eine ganze Menge geschafft, unter anderem tatsächlich einen erfolgreich absolvierten Auftritt in einer hervorragenden Talkshow. Stimmt. Wie schön, dass du hier bist und wie schön, dass du hier geblieben bist. Sehr viele Menschen Mut und sind tatsächlich 12 Millionen Menschen von Angstattacken betroffen. Das ist also tatsächlich eine Art Volkskrankheit. Ich habe dich gar nicht gehört mehr. Es war Susanne, ich kann dir sagen, es war hochinteressant, was ich gesagt habe. Da haben wir schon eine Musik gehört? Wir haben noch keine Musik gehört. Ne? Jetzt, ich höre gerade, wir spielen die Musik ein. Jetzt kommt es. Also es war zu Recht nochmal dein Applaus. Dankeschön und auch danke an unsere ganze Runde. Es war wirklich sehr schön. Und auch Ihnen vielen Dank für diese Unterstützung. Danke.
dass wir hier sein durften. Und nächste Woche natürlich Bettina Böttinger wieder hier. Na, selbstverständlich. Das gebietet der Anstand, auf die Sendung nächste Woche hinzuweisen. Und wir alle erzählen uns jetzt natürlich hinter der Bühne alle unsere erfolgreichsten Urologen-Witze. Wir haben da eine Menge vorbereitet. Vielen Dank. Vielen Dank.